Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 400, meine Damen und Herren. Heute mit dabei Senior Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Der Herr Marvin. Hi, hi, hi. Meine Güte, 400, kranker Scheiß. Echt kranker Scheiß. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Freut Oder mich, auch ja. Von Freunden auch gerne genannt, der Duke. Der Duke. Der Duke. Immer wieder. Gut. Immer wieder gern. Genau, und auch heute wieder mit dabei, Frau Patricia. Hallo. Ah, ich freue mich so. Freut ihr euch auch? 400 Folgen, das ist so geil. Ah. Es ist völlig absurd eigentlich, ne? Wenn du überlegst, ich meine, du hast ja damals, das ist die Geschichte, die ich zu jedem Hundertsten erzähle, du hast ja damals so ganz allein angefangen mit deinen ersten analogen oder digitalen Versuchen, allein monologisiert Dinge über die Eintracht erzählt. Ich bin froh, dass wir jetzt in größerer Runde sind. Genau, deswegen haben wir uns irgendwann dann den Marvin dazu geholt, der ist jetzt hier Fachkraft für Monologe, ne? Sie wissen. Ja, auf jeden Fall. Patricia, dir muss das so ein bisschen vorkommen, wie hier alte Männer erzählen vom Krieg, oder? Ach naja, also so ganz 400 Folgen bin ich noch nicht dabei als Hörer und aktiv ja auch erst seit 2 Folgen. Aber ja, ich glaube, ich bin so seit der Relegation 15-16 dabei. Uha. Das kommt hin. Aber eigentlich jetzt auch schon 4 Jahre. Also, ja, es geht. Krass, oder? Auf der einen Seite ist es so fürchterlich lang, wenn man sagt irgendwie 4 Jahre. Auf der anderen Seite fühlt sich das halt auch irgendwie an wie nichts, wenn wir überlegen, was wir seitdem alles durchlebt haben. Also. Das stimmt, aber Patricia, im Endeffekt heißt das dann, du warst auch eine Katastrophentouristin und hast du zugehört, als wir am meisten alle gelitten haben, oder? Tatsächlich, ja, aber das hat mir sehr geholfen, weil man war da nicht ganz so alleine mit dem ganzen Leid. Ähnlich wie Schaulustige, man konnte nicht weggucken, beziehungsweise ja, nicht weghören. Es war dann nicht nur so intern im privaten Kreis, sondern man wusste, okay, auch außerhalb der eigenen Bubble sind alle am Leiden, deswegen, das hat schon ganz gut getan. Soweit das gut tun kann, sagen wir mal so. Ja. Im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Ja. Ah, ich glaube tatsächlich zu wissen, dass man nicht alleine ist, wenn es einem da irgendwie gerade schlecht geht, das hilft schon gewaltig. Es macht zwar die Ausgangslage immer noch nicht wett oder besser, aber man kann es irgendwie besser verarbeiten. Ist ja auch gut gegangen. Ist ja auch durchaus gut gegangen. Es gab ja auch den ein oder anderen Lichtblick in den vergangenen 4 Jahren seit dieser Relegation, wenn man das mal so sagen wollen. Den ein oder anderen, ja, gerade so, ey. Halt gerade so, ja. Haben wir uns auch bitte erarbeitet, tatsächlich. Uiuiui. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal anfangen. Lass mal ein bisschen zweiteilen. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollten auch mal so ein bisschen über Highlights aus diesen 400 Folgen sprechen. Und da können wir vielleicht jetzt mal ein bisschen damit anfangen, bevor wir dann tatsächlich über dieses Highlight-Spiel vom vergangenen Wochenende sprechen, was ja auch so vor spannenden Szenen nur so triefte quasi. Marvin, was war denn dein Highlight in 400 Folgen? Oh, da gibt es tatsächlich einige. Also ein Highlight, ich will zwei nennen. Ein Highlight war für mich tatsächlich auch die Folge vor dem DFB-Pokal, auch den Sieg dann, als ich allein mit Basti dann auch kurz war und wir uns dann vorbereitet haben, versucht haben zu motivieren und es ja dann auch im Endeffekt geklappt hat, wo wir aber beide irgendwie echt nicht wussten, wird das jetzt was, kann das irgendwie funktionieren und eigentlich, naja, das wird mit dem Pokalsieg, wird das eh nicht, letztes Jahr schon irgendwie nicht geklappt und so, aber wir haben uns versucht dazu zu motivieren und wir haben auch viele Leute auf den Zug aufspringen sehen, die dann mit uns gegangen sind und die dann Bock aufs Pokalfinale hatten. Und eine andere Sache ist eine sehr kuriose tatsächlich. Und René, leider warst du nicht dabei. Also wir waren ja trotzdem auch öfter mal sind ja live gegangen, auch live vor Ort. Und eine kuriose Folge, an die ich mich befürchte, ich weiß, wohin das geht. Da war die Alex dabei und Basti, du warst auch vorbei. Auch dabei. Auch vorbei und auch dabei. Erinnerst du dich noch ans wunderbare Mein Nizza, mein Lieber? Ja, das war tatsächlich sehr spektakulär auf sehr, sehr viele Weisen. Ich weiß nicht ganz genau, wie weit wir da ins Detail gehen können, ohne Leute vor den Kopf zu stoßen. Aber ich erinnere mich auch sehr, sehr daran, weil diese Sache groß angekündigt war und dann hat das, ich sag mal so, das Wetter hat nicht mitgespielt. Sehr, sehr positiv. Das Wetter hat nicht Diplomat, mitgespielt. Alter Diplomat, ja. Jegliche Zeichner
sind mehr oder weniger nicht im, ja, auf dem Trockenen geblieben. Ja, das waren die einzigen tatsächlich. Andere waren feuchtfröhlich dabei, muss man so zu sagen. Also es war ein bunter Abend. Ja, es war ein sehr bunter Abend. Und Marvin und ich haben gewisse Redewendungen von dem Abend, die benutzen wir heute noch. Ja, man auf jeden Fall. Es. So, du wirst dir auch mal Gedanken gemacht. Ja. Sehr, sehr gute Folge war das. Erinnert dich, ich weiß noch ganz genau, über welchen Spieler wir da geredet haben übrigens. Da haben wir uns tatsächlich gefreut, dass Varela, der Außenverteidiger, zu uns kommt. Ach ja, hui, hui. Das ist echt schon lange her. Ja, genau. Krass. Wow, guter Punkt. Eieiei, hatte ich gar nicht mehr. Ich habe die Folge zwar auch gehört, aber ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das der so ein wichtiger Punkt da drin war. Varela, mein Gott. Der Alex hat gerade eben auf Twitter geschrieben, er freut sich, sein Highlight aus 400 Folgen ist immer dann, wenn Marvin den Grönemeyer macht. Du weißt, was das bedeutet jetzt, ne? Oder Matt! Was Matt? Sehr großartig. Aus klimatechnischen Gründen müssen wir es leider ein bisschen verfremden, dass ihr euch draußen nicht wundert. Ja, stimmt. Zu sehr am Original. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach zu nah dran. YouTube kommt mit Rechten. Ja, ja, egal. Ich bin schon ruhig. Sehr schön. Ja, Dennis, was waren denn deine Highlights aus 400 Folgen? Oh, also ich muss tatsächlich sagen, Highlights sind für mich immer, wenn Gäste eigentlich da sind, und mit Etienne einige Folgen, auch die Folge natürlich damals mit Henny war natürlich super geil, hat wirklich Spaß gemacht, war eins meiner Highlights. Ich muss aber tatsächlich sagen, auch wenn man sieht, wie sich das alles so entwickelt, wer dann hier so in der Sendung ist, Patricia auch an der Stelle nochmal sehr cool, auch dein Einstieg war ja mehr als phänomenal. Basti hat ja auch damals sehr gut vorgelegt, als er hier war. Mittlerweile, ja, muss man sagen, Riesenkarriere gemacht. Also super, ich finde es einfach toll, dass die Leute, die hier sind, die sich dann auch etablieren, die vielleicht dann auch hier ein festes Standbein nehmen. Ich selbst wurde ja auch damals von euch hier mal eingeladen mitzumachen, kann heute hier viel mitmachen. Also es sind eigentlich meine Highlights, sind, wenn Gäste da sind, die natürlich dann auch noch gut sind, wie Etienne auch da, ist immer ja auch sehr erfrischend, ihn hier zu hören. Stefan Reicher letztens auch. Also immer wieder super toll, macht mir riesigen Spaß. Natürlich auch mit euch, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Auch mit euch ist es super, wenn wir hier quatschen. Aber ihr wollt ja die Highlights hören. Das ist, mit euch kann ich halt ständig reden. Ne? Das ist ja, der Vorteil. Mal gucken, wie lange noch nach deiner Ausführung. Nein, aber also ich habe wirklich, also Handy-Folge war für mich wirklich eigentlich das größte Highlight in der ganzen Zeit. Basti? Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig, weil Dennis mir das quasi nicht geklaut hat, aber ich muss da mitgehen, weil das war für mich tatsächlich auch, das habt ihr, die dabei wart, gemerkt, dass das für mich auch jemand war, der mich meine ganze Kindheit begleitet hat. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich habe mir meine Abo zur Videokassette von ihm unterschreiben lassen und so weiter und so weiter. Geil. Also dieser Tag war allgemein sehr, sehr angenehm, was er auch zu verantworten hat, indem er uns tatsächlich locker aufgenommen hat. Erinnert euch an die Kekse schmilzen und so? dieser monströse Hund, der dann auf einmal neben einem stand, wo irgendwie Schiss hat, der frisst einen gleich auf. Ja, der Hund, der groß war wie ein Pony. Ja. Und die Folge ist reicht. Das war schon super, ja. Mhm. Die Folge war natürlich auch eine positive. Also es waren so Doppel-Highlights-mäßige, weil wir kamen ja aus diesem Pokalsieg raus. So. Also, ja. Das war ja quasi diese Folge, wo du sowieso schon daran berauscht warst und den Frieden mit der Eintracht gemacht hast. Und dann waren wir bei ihm zu Hause, haben das aufgenommen bei gutem Wetter. In sehr, sehr lockerer Atmosphäre. Ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr lustige Folge geworden. Das war tatsächlich das absolute Highlight, finde ich. Aber was Dennis sagt, auch so. Das ist so dieses, was aus diesem Eintracht-Podcast alles entstanden ist, was für Leute man kennengelernt hat bei Twitter und so weiter und so weiter. Marvin und ich und René, also wir alle so, dass wir, was wir auch in München zum Beispiel bei irgendwelchen TK Schlanz für lustige Abende hatten mit. Ich erinnere mich tatsächlich noch, ein Highlight, auf jeden Fall ein Zeit-Highlight war, als wir beim TK-Stand in München eingelaufen sind und auf der Twitter-Wall direkt war, ja, 5 Gin Tonic bitte, die Frankfurter sind da. Also das war, das war auch sehr, sehr lustig. Wie Dennis hat das schon sehr, sehr gut beschrieben, das Ganze drumherum, was sich daraus entwickelt, die Leute, die man kennenlernt und so weiter und so weiter. Tatsächlich so, aber ich schließe mich auch da, Dennis, an, für mich das absolute Highlight natürlich diese Folge da auf der Terrasse von Henny Nachtsheim. Das Geile ist,
du sprichst es an und vollkommen zurecht, darüber habe ich dann jetzt auch nachgedacht. Am Ende, wenn du mich morgen fragst, habe ich wieder eine andere Lieblingsfolge und übermorgen auch wieder eine andere, weil es kommen nach und nach, je länger man drüber nachdenkt. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich meine, 370 werde ich dann ja auch schon mitgemacht haben oder so. Ich meine, ich kann mich auch erinnern, wir haben uns ja immer aus den merkwürdigsten Locations, auch wenn wir eigentlich irgendwo anders waren, ja auch noch zugeschaltet. Also mein Basti immer irgendwo zugeschaltet, obwohl er nicht daheim war. Ich hab mich mal aus Island dazu geschaltet, das weiß ich noch. Ja. Da war ich eigentlich im Island-Urlaub und da haben wir es trotzdem irgendwie hinbekommen. Der Max war ja damals auch schon öfter dabei. Schöne Grüße. Das war ja dann auch immer eine feine Angelegenheit. Das war so viel. Und aber natürlich, die Henning-Nachtsheim-Folge war insofern auch geil, weil da habe ich echt gesagt, auch insofern nochmal Props an ihn, weil es ja total geil war, weil wir sind da hingekommen und das ist ein ganz natürlicher, obwohl es echt ein A-Promi eigentlich für uns Hessen ist und sein muss und der uns ja alle geprägt hat, war das ein sehr natürlicher, geiler Typ, der einfach auf dem Boden bodenständig, ich glaub, ne? Das hat uns alle begeistert im Endeffekt. Ja. Super, auf jeden Fall. Grüße an der Stelle, wenn er uns hört. Und René, was ist deine Lieblingsfolge gewesen? Ja, wenn wir von Lieblingsfolge sprechen. Post aus Italien. Nee, ja, was macht die Geschichte eigentlich? tatsächlich auch die Folge mit Henny Nachtsheim, auch wenn sie für mich fürchterlich anstrengend war, aber einfach, wie du schon sagst, bei jemandem, dem man als Kind früher quasi die CDs gehört, die Kassetten gehört, gekauft hat, so ziemlich jeden Spruch irgendwie auswendig kannte und so weiter, dann da halt wirklich mal mit dem da zu sitzen und über die Eintracht zu reden, das ist schon ein großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Ja. Aber ich glaube, für mich das noch viel größere Highlight ist halt einfach zu sehen, was hier aus diesem Ding einfach geworden ist, dass das halt von Jahr zu Jahr, von Folge zu Folge angewachsen ist, wie viel Feedback wir bekommen, wie viele Nachfragen, wenn so eine Folge mal nicht kommt und auch diese regelmäßige Unterstützung, die wir ja immer wieder auch finanzieller Seite erfahren, die es uns ja dann jetzt auch seit auch noch nicht so langer Zeit, aber trotzdem schon jetzt ein bisschen auch ermöglicht, dann für uns hier mal was rauszunehmen als ja für die Zeit, die wir hier auch reinstecken. Ich meine, das macht auch Spaß, aber es ist halt auch einfach Zeit und zu sehen, was dann da draus geworden ist und was ja dann so rundrum noch so alles irgendwie entstanden ist, das ist halt einfach auch für mich so das größte Highlight aus diesen 400 Folgen. Ja, absolut, absolut. Patricia, hast du irgendwie noch eine Folge, die du, die dir einfällt, wo du sagst, das hat mir besonders gut gefallen oder so? Eine ganz bestimmte Folge ist es jetzt eigentlich nicht. Es sind eher so kleine Momente. Und bei mir ist es, ich habe ja schon gesagt, ich bin da sehr leidgeprüft und ich leide sehr gerne in Gemeinschaft. Und bei mir ist es tatsächlich eigentlich fast immer, wenn große Rage-Momente waren. Also keine Ahnung, zum Beispiel Etienne war mal da und hat ein gefühltes Solo hingelegt mit totalem Hass auf alles, auf die Eintracht, auf jeden Gegner. Und auch jetzt vor kurzem war das erst, vor kurzem, als Marvin irgendwann Nürnberg komplett runter kaputt geredet hat. Da leidet Nürnberger heute noch drunter. Tatsächlich. Und das sind halt wirklich so die Momente, wo ich habe das auch einfach gefühlt in dem Moment. Und genau deswegen waren das so meine Lieblingsmomente. Auch noch früher, als Basti sich noch nicht so aus diesem Dummschwätzer rausgemogelt hat, sondern sich da noch komplett reingesteigert hat. Das war sehr angenehm, ja. Das war eine harte Zeit für mich. Aber gesundheitlich wahrscheinlich nicht so. Mein Therapeut hat mir es irgendwann verbleibende Schäden. Aber tatsächlich kann das heute wieder passieren. Wir können das ja machen. Oh oh. Wir haben heute eine etwas größere Dummschwätzer-Kategorie heute uns schon vorbereitet. Also bleibt dran, Leute. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und weiterer Teaser, Dennis hatte ja auch die Hausaufgabe, einen Umwelttipp vorzubereiten, weil wir müssen ja auch hier den Jingle abspielen und Rufen hat sich auch nochmal richtig reingehängt. Wir haben jetzt sogar zwei Jingles für dieselbe Kategorie. Wir könnten jetzt sogar wählen, welcher von den beiden uns da mehr gefällt. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ihr habt sie noch nicht gehört. Ich schon. Richtig. Die sind beide auf ihre eigene Art und Weise echt gut geworden. Freut mich drauf. Okay. Ja, gerade eben Nürnberg, das wurde auch gerade eben auf Twitter noch das ein oder andere Mal genannt, dieser Rant, den Marvin da abgelassen hat. Wie viele Mails hast du da eigentlich im Nachgang bekommen, die sich beschwert haben? Oh, locker. Also ganz ehrlich, es waren irgendwie drei E-Mails, ich glaube 4 oder 5 DMs. Dann auch Non-Mentions waren es bestimmt, keine Ahnung, es gab ja dann diese ganze lange Tweet-Kette
von Non-Menschen, auf die ich dann irgendwie aufmerksam wurde, das waren bestimmt 10 Nürnberger oder 8 Nürnberger, die sich auch echt aufgeregt haben. Ein paar sind ja auch in unsere Menschen geslidet beim Eitra-Podcast. Also im Endeffekt waren es bestimmt so, also wahrscheinlich waren auch viele die gleichen, die mir auch eine böse Mail geschrieben haben. Also, und ich war ja auch bei uns in den Kommentaren, auch auf der Webseite. Also im Endeffekt waren es bestimmt, ich sag mal so, wenn ich es auseinander dividiere, waren es bestimmt 10, 15 Leute oder so, schätze ich mal. Aber ja, ich würde es heute wieder so machen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, ich leide ein wenig tatsächlich aus der Entfernung, tatsächlich ein bisschen für die Nürnberger, die jetzt an den Rand der Kleid gebracht werden, das wünsche ich denen natürlich auch nicht. Die zweite Liga ist gut genug. Ja. Ja, schon Adler. Aber auch reicht. Ja. Ja, zu viel Sympathie wollen wir hier natürlich auch nicht verbreiten. Also, so weit muss es jetzt nur auch wieder nicht gehen. Sportliche Rivalität. Ja. Die ja tatsächlich auch so ein Thema ist, die man vielleicht mit Blick auf die Liga an der einen oder anderen Stelle wieder so ein bisschen vermisst, wenn man sich mal anguckt, welche Vereine da wo stehen. An der Stelle ist ja auch Nürnberg noch nicht durch, ne? Nee, leider nicht. In die Relegationen rutschen. Also wir können noch in die Relegation. Nürnberg an der Stelle. Wobei es auch krass ist. Ich meine, du hast natürlich recht, die können runterrutschen, aber gleichzeitig ist es halt auch ein enger Kampf vom KSC, ja. Und den KSC, den mag man in Frankfurt logischerweise auch nicht. Aber sind halt auch alles Vereine, die man schon aus besseren Zeiten kennt, ne? Wo einen halt auch irgendwie mehr verbindet. Da kommen wir halt wieder auf die Geschichten von damals. Es ist halt dann doch irgendwie was anderes, gegen solche Vereine zu spielen, als gegen Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, you name it. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da habe ich nämlich auch noch eine Frage an euch. Das werden wir mal gucken. Hervorragend. Oha. Bevor wir dazu kommen, es ist ja auch am vergangenen Wochenende Fußball gespielt worden. Da war ja dieses wunderbare Spiel gegen Köln. Basti hatte im Gespräch schon mal so kurz angedeutet, da ist jetzt nicht so viel rauszuholen. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, mich würde erstmal, bevor wir vielleicht auf das Spiel kommen, interessieren, wie es euch so mit dem ganzen Ding ging. Ich war am Anfang schon noch so ein bisschen, also so ein bisschen Anspannung war schon noch da, so der leichte Funke Hoffnung. Wobei ich schon auch sagen muss, der ging auch runter, als verkündet wurde, dass Renault da im Tor steht. Für mich so ein bisschen der Gedanke kam so, okay, mit aller Macht jetzt versuchen, da noch irgendwie anzugreifen, tut man jetzt nicht, sondern wenn sich was tut, dann ja, aber nicht auf Biegen und Brechen. Und irgendwie so im Laufe des Spiels habe ich immer mehr gemerkt, so, okay, es wird halt jetzt maximal irgendwie ein Unentschieden. Vielleicht kriegen wir auch gar keinen Punkt. Aber es wurde mir irgendwie von Minute zu Minute egaler. Ja, das beschreibt es ja ganz gut, du hast schon gesagt. So. Dieses Renault-Ding hatte ich auch bei Fußball 2000 schon angesprochen. Ich fand das gar nicht schlimm, aber es hat natürlich trotzdem so die Stoßrichtung gegeben. Zu denken, die Eintracht rechnet auch nicht mehr damit und das ist ja auch okay. Also, das hat sich ja ziemlich schnell auch gezeigt, dass die Eintracht, wenn das überhaupt so die Intention dahinter war, recht hatte. Also es war ja nicht mal so, dass du zittern musstest, sondern es war ziemlich schnell klar, dass sowohl Wolfsburg als auch Hoffenheim wahrscheinlich gewinnen werden. Und dann hat sich das halt gegessen gehabt. Ist ja auch, im Endeffekt haben wir es ja dann uns dann gemerkt, du merkst ja meistens solche Sachen auch erst im Nachhinein. Du hast ja dann uns dann gemerkt, die Enttäuschung, zumindest bei mir, und ich habe auch das Gefühl bei uns hier in der Chatgruppe und so, die war jetzt nicht über alle Maßen so. Dass du irgendwie gedacht hast, du brauchst jetzt erstmal 2 Tage, um runterzukommen, weil du Europa verpasst hast. So. Also da bin ich auf jeden Fall, ich erinnere mich tatsächlich noch an die Rückfahrt aus Schalke vor dem Pokalfinale, da war ich richtig wütend. Also da war ich richtig wütend und da war ich auch tatsächlich sauer, dass die Eintracht das so hergeschenkt hat da auf Schalke, wo Schalke übrigens auch diese Torwartnummer gemacht hatte damals. Dass wir da eigentlich verloren haben, da war ich sehr, sehr wütend natürlich, weil ich natürlich auch nicht wusste, was kommt und das war hier überhaupt nicht so. Das war so, naja, keine Ahnung, die Eintracht und Köln haben sich die goldenen Ananas geteilt beim Essen und dann ist okay. Ja, ja, das fand ich auch tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich war ja so ein bisschen erstaunt, weil ich war ja irgendwie, ich glaube, bei dem Fußball 2000 eine Woche vorher war ich ja gar nicht dabei und habe dann gemerkt, wie ihr euch so in Rage geredet habt, als ihr dabei wart und auch so, ja, Europacup-Ambitionen, nachdem wir jetzt irgendwie erstmal die Klasse safe gemacht haben, habe ich gedacht, okay, was geht hier los? Was ist hier los? Ja, und für mich war es im Endeffekt so, ich war einfach froh, dass wir die Klasse gehalten haben und für mich war das auch, es war halt wirklich die goldene Ananas und es war jetzt auch nicht so, als wäre ich top motiviert an dem Spieltag gewesen. Patricia, hast du das Spiel in der Einzeloption komplett verfolgt oder hast du mal ein bisschen rüber gesneakt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir davor groß Gedanken gemacht, gucke ich jetzt das Einzelspiel überhaupt oder mache ich Konferenz, weil da war es sogar noch recht spannend im Abstiegskampf, ist es ja immer noch, aber da waren ja halt irgendwie vier Mannschaften noch involviert oder so und direkte Duelle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich gucke eine Halbzeit auf jeden Fall jetzt erstmal die Eintracht. Habe ich dann auch getan, habe ich dann jetzt nicht bereut, aber es hat halt einfach nicht so, man war von Anfang an ja nicht so wirklich dabei, weil es halt wirklich auch schnell klar war, dass Europa ja sowieso gegessen ist. Und daher habe ich dann die zweite Halbzeit Konferenz geschaut. Das war so ein bisschen, ja, der Kompromiss, den ich da eingegangen bin. Ja. Aber Aber hast du hat mich das? jetzt auch nicht wirklich gepackt, das Eintracht-Spiel, muss ich Aber sagen. hast du das durchgehalten, die Konferenz zu gucken? Weil ich habe auch gleiche Variante gewählt. Ich habe zumindest versucht. Ich habe die erste Halbzeit Eintracht geguckt und wollte dann auch zweite Halbzeit Konferenz. Und ich habe das vielleicht so eine Viertelstunde ausgehalten und habe dann einfach gemerkt, diese Kombination von Spielen plus diese Moderatoren macht mich sowas von unwahrscheinlich aggressiv, dass ich wieder auf die Eintracht geschaltet habe, weil ich konnte mir das nicht geben. Das hat mich so rasend gemacht. Es ging, also ich habe jetzt nicht so sehr auf die Kommentatoren geachtet. Ich habe mich nebenher einfach unterhalten, dann ging's. Aber ich fand auch die Spiele jetzt nicht besonders. Also irgendwie war das so ein Fußballtag, da wusste ich nicht so recht, wohin mit mir. Und ich habe auch irgendwie nicht, ich bin nicht reingekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe am Wochenende nicht wirklich Fußball geschaut. So, ich glaube, das war auch nicht so gut, einfach die Halbzeiten aufzuteilen. Weiß nicht, muss mir fürs Wochenende was anderes überlegen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Habe ich ja tatsächlich auch so gemacht. Erste Halbzeit Eintracht geguckt. Zweite Halbzeit habe ich weiß nicht, hast du schon gemerkt, okay, naja, so viel passiert ja nicht. Bin ich auch auf die Konferenz gegangen und irgendwie war es strange. Gerade, weil ich hatte ja dann schon die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr Feuer reinkommt. Jetzt ist es ja auch spannend am letzten Spieltag, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber Dennis, wie war es bei dir? Du hast Also Eintracht ich schon bin, geguckt, ne? ja genau, ich bin etwas überrascht, dass ihr alle tatsächlich dann nicht doch die Einzelspiele. Ich bin da irgendwie doch alter Traditionsschauer, der wirklich sich das bis zum bitteren Ende dann die Eintracht anguckt und danach dann alle Spiele, alle Tore oder was weiß ich auf Datsen irgendwie noch eine Zusammenfassung von den Spielen, die mich zumindest interessieren. Nee, so war es auch diesmal wieder. Also die Eintracht durchgebissen bis zum bitteren Ende. Tatsächlich muss ich sagen, es war. Wie ihr sagt, die Luft war halt dann raus, nachdem die anderen Ergebnisse eigentlich ja klar waren. War einfach so ein bisschen Gedümpel. Man hat das ein oder andere Bierchen ja dabei auch getrunken, dann war es einem irgendwann dann egal. Und tatsächlich habe ich es dann eher auch nochmal genossen, dass ich nochmal mir meine Highlights in Anführungszeichen dann in der Zusammenfassung hinten raus nochmal anschauen konnte. Also ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ihr habt schon richtig gesagt, der Spieltag hat halt jetzt auch nicht wirklich was hergegeben, dass man sagt, oh, darauf habe ich mich jetzt total gefreut, das jetzt nochmal in der Zusammenfassung schauen zu können, sondern war halt, hat man gemacht, so der typische Samstagstrott dann eigentlich. Also erst die Eintracht, danach noch ein bisschen Zusammenfassung, Sportschau oder wie auch immer. Ja, aber prinzipiell hat es mich auch nicht mehr mitgenommen. Ich war dann tatsächlich im ersten Moment schon enttäuscht auch über dieses ja, ja, so ein bisschen auch lustlose oder auch teilweise dieses unglückliche Spiel. Es waren ja auch ein paar strittige Situationen mit dem Schiedsrichter noch Findest du? da. Ich finde, es war in Ja, mit Ordnung, dem ehrlich gesagt. ja, Ja. im Endeffekt, ja, klar, man kann natürlich sagen, im Endeffekt, das ist im Großen und Ganzen ist es okay, aber der glücklichste Tag für den Schiedsrichter war es. Nicht unbedingt für nur die Ja. Eintracht, Ach so, ich habe gedacht, du sondern. meinst die Eintrachtleistung. Genau, das ist es halt. Also ich fand die Leistung der Eintracht, muss ich sagen, die hat mir Nee, ganz vom gut gefallen. Schiedsrichter Jetzt. meinte ich jetzt eher. Ach Also, so, da gebe ich dir recht. ja, selbst. Da gebe ich dir recht. Weil ich meine, man muss schon differenzieren und ich muss sagen, also wenn wir mal aufs Spielerische kommen, wir sind ja nicht auch umsonst hier und besprechen das vielleicht mal, da muss ich sagen, da habe ich echt ein paar Ansätze gefallen. Ich habe mir dann die zweite Halbzeit dann auch nochmal separater nochmal gegeben. Rewatch, aber da ist mir schon aufgefallen, dass ich halt auch gesehen habe, okay, Leute, auch Show hat ein paar positive Ansätze gehabt. Ich war froh, dass Silva auch gute Ansätze gehabt hat. Doss hat mal wieder getroffen und ich muss auch sagen, Toro ist, tut mir leid, wenn ich immer Toro so speziell erwähne, aber für mich ist es halt eine coole Sache, dass der jetzt endlich mal wieder öfter spielt und ich muss schon sagen, die Eintracht hat eigentlich gerade auf die zweite Halbzeit hinten raus eigentlich schon noch mal mehr gegeben eigentlich als Ja, die Kölner. ja, ja, ja. Ja, Also gut, aber auch am Anfang, auch wenn du mal die ersten 30 Minuten vom Spiel dir ja. anguckst, da war die Eintracht schon auch gut am Laufen. Köln hatte da jetzt nicht so richtig den Zugriff gefunden oder war noch so ein bisschen sehr unsicher, wie sie an dieses Ding rangehen sollen. Da waren ja auch so ein paar Aktionen relativ früh ja, dieses Zuspiel von Silva auf Dost, der das Ding ja dann da blöd am Pfosten vorbeizieht. Wie du schon sagst, Zoe hatte so ein paar
Aktion, der ja auch mal irgendwann Horn, das war so von der nicht ganz Eckfahne, aber relativ weit von der Seite dann mal mit einem kräftigen Schuss geprüft hat. Also hast du schon gemerkt, dass die Eintracht eigentlich ein bisschen mehr Zug zum Tor hat. Umso ärgerlicher war ja dann diese blöde Elfmeter-Aktion dann am Ende auch. Alter, Patricia, das war eine dumme Aktion von Rode, oder? Das war auch so die einzige Situation, die mich irgendwie noch so einigermaßen emotionalisiert hat, einfach weil es ärgerlich war, weil ich mir dachte, man war eigentlich davor, also die Eintracht war deutlich, finde ich, also man hat die Klasse gesehen, dass sie einfach besser spielen. Auch der Rode hat ja so einen Hackentrick da vorne irgendwie rausgeholt und sich so am Gegner noch vorbeigedreht. Das war auch ganz schön anzusehen. Und da dachte man sich so, okay, gut, man sieht, wir sind hier die bessere Mannschaft. Und dann holt halt Rode so ein unglückliches Ding raus. Es war keine Ahnung. Ihm ist halt der Ball irgendwie versprungen, habe ich das Gefühl. Und dann rutscht er da halt in den Gegner. Ziemlich dumm, aber er wollte es ja nicht. Nee, also du hast ja ganz klar gesehen, er wollte eigentlich zum Ball und war halt einfach zu spät dran. Technischer Fehler vorher, genau. Ich glaube, man sieht das jetzt auch so ein bisschen wohlwollend, weil es halt auch nicht um viel ging, um gar nicht so. Also wäre es jetzt im Abstiegskampf gewesen, hätte ich mir auch gedacht, okay, komm, reiß dich zusammen, aber jetzt so im Nachhinein denkst du dir, na gut, ist halt so passiert. Ich finde, wenn man über das Spiel nachdenkt. Genau, hast du bei Fußball 2000 ja auch gesagt, ne? Was meinst du? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden, weil hier so Haken. Man sieht das Spiel jetzt nur so locker, weil es um nichts mehr ging, ne? Ja, und genau da wollte ich jetzt ansetzen, im Sinne von, wenn ich jetzt euch so habe reden hören darüber so und was wir jetzt hier alle so festgestellt haben, du merkst halt schon, dass für uns diese Corona-Situation selbstverständlich geworden ist, weil ich glaube tatsächlich, ohne Corona wäre das eine ganz andere gewesen. Wahrscheinlich wären ein paar von uns in Köln gewesen, dann erlebst du so einen Ausgleich ja auch viel intensiver. Also dann hätte dieses Spiel für dich als Fan auch... Natürlich, am Ende wäre es so gewesen, ja, wir kommen nicht nach Europa. Vielleicht wäre die Enttäuschung auch größer gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Corona-Situation, so sehr man das probiert und so sehr einem das ja auch fast schon gelingt, das auszublenden, weil das sind halt jetzt Spieltage, die sind halt jetzt so. Du hast die jetzt schon antrainiert, du kannst dich nicht ins Stadion. Versuchst das so zu konsumieren, wie das ja jeder für jeden am besten ist. So. Aber wenn ich jetzt überlege, die Eintracht spielt auswärts in Köln, bei gutem Wetter, wahrscheinlich macht man dann ein Wochenende in Köln. Also dieses Erleben und ich glaube, diese Emotionen, die wären trotzdem andere gewesen. Vielleicht wäre die Enttäuschung auch größer geworden. Das heißt, dieses Spiel, was Patricia sagt, du kannst das nur so locker nehmen, weil die Situation so ist und da spielt Corona auch eine Rolle. Weil es ist im Endeffekt so, wir haben uns alle tatsächlich in diesen Modus gefahren und ein bisschen erinnert mich das an unsere Team Kovac-Sache, um jetzt mal wieder so einen größeren Bogen zu spannen auf 400 Folgen. Bei Team Kovac haben wir vor der Sendung, also die Sendung, die Team Kovac hieß, haben wir gesagt, wisst ihr was, Leute, was sollen wir uns jetzt hier einfach noch Woche für Woche aufregen? Wir haben ja keine Ahnung, wir haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich unsere Headsets aufgefressen, dass René eins nach dem anderen neu bestellen musste. Vor dieser Sendung. War das ein oder andere dabei, ja. Vor dieser Sendung haben wir gesagt, weißt du was, hilft alles nichts. Team Kovac, die Eintracht muss irgendwie drinbleiben, der Rest kann man dann noch schauen. Das war ja genau diesen Modus. Und in diesem Modus haben wir uns ja eigentlich nach der Corona-Pause, als es losging, auch gebracht. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Rolle spielt im Sinne von, okay, das Ziel, was wir uns im Kopf ausgerufen haben, das ist erreicht und dann lassen wir so ein bisschen die Luft selber bei uns allen raus. Also so, natürlich haben wir uns hier wieder pro Spiel immer wieder in den Rausch geredet und haha, nach der Sendung wollten wir alle gewinnen. Aber langfristige Emotionen war ja trotzdem bei uns allen, Gott sei Dank, sehr einfach drin geblieben. Das ist auch ziemlich safe. Und ich glaube, dann war auch nicht mehr drin, weil die Situation halt immer noch kacke ist und was wir auch besprochen haben, wollten wir überhaupt einen Europapokal? Ich glaube tatsächlich, an unseren Emotionen kannst du auch ablesen, dass tief in uns drin jeder so einen kleinen Mann oder Frau auf der Schulter stehen hatte, die gesagt hat, ah, ohne Zuschauer nichts, ja, ist alles unsicher, keine Ahnung, ist jetzt nicht so schlimm, wenn es dieses Jahr nicht klappt. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt dabei, was du sagst, das ist natürlich mit Zuschauern, wenn du jetzt mal überlegst, die Spiele davor, gegen Hertha, gegen Schalke, du kommst aus dieser Welle von zwei Siegen, du siehst am Horizont diese Europatür, auch wenn du es eigentlich nicht willst, irgendwie aufgehen. Natürlich wäre das in dem Moment eine ganz andere Emotion und vor allen Dingen auch eine ganz andere Fallhöhe gewesen, wenn du da im Stadion gewesen wärst und Köln dieses 1-0 macht.
Ja. Gehe ich voll mit euch, aber man muss ja sagen, was ja eigentlich an der ganzen Sache so ärgerlich gewesen wäre, wenn wir uns jetzt qualifiziert hätten, wäre diese Quali-Runde ja gewesen, wo wir auch schon immer gesagt haben, Europa League wäre ja nicht schlimm gewesen, aber dieser Marathon macht halt nur Sinn, weil das schöne Spiele für die Fans sind. Da bin ich auch voll bei euch mit Platz 7. Er wäre natürlich an der Stelle dann auch wirklich wahrscheinlich undankbar gewesen. Platz 6 oder irgendeine Direktqualifikation hätte, glaube ich, jeder von uns mit Kusshand genommen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, eine positive Nummer von dem Spieltag fand ich schon, gerade weil er eben so wenig Spielzeit hatte. Renault hat für mich einen soliden Eindruck gemacht, wirklich ein starker Rückhalt. Da ist meine Frage eigentlich an euch. Wie seht ihr das denn? Haben wir mit Renault weiterhin Zukunft bei der Eintracht oder ist das eher so ein kleines Abschiedsspiel gewesen? Oh, Renault spielt wahrscheinlich nächstes Jahr tatsächlich woanders. Es gab ja mal so Gerüchte, dass da einige interessiert sind und wir eventuell neue Nummer 2 uns holen wollen. Wie seht ihr das denn? Ist das für euch so ein bisschen Abschiedsspiel gewesen oder war es einfach mal, okay, kämpf dich wieder ran, damit du im Training wieder mehr Leistung vielleicht oder genau dieselbe Leistung zeigst, wirst auch mal belohnt und Zuckerli hingelegt oder wie seht ihr das denn? Patricia, was meinst du? Okay, also soll ich anfangen? Ich bin nicht positiv gestimmt. Ich glaube nicht, dass er bleibt, einfach weil er hat ja gezeigt, dass er das Potenzial hat, auch eine Nummer 1 zu sein. Nur bei uns ist das halt auch verständlicherweise Kevin Trapp. Also ich will das fast gar nicht aufmachen. Für mich ist es klar, dass das die Nummer 1 ist und Renault, selbst wenn er auf so einzelne Einsätze mal kommen würde, ich weiß nicht, ob ihm das reicht. Also, und ich könnte es auch vollkommen verstehen, wenn er geht, was ich aber sehr, sehr schade fände, einfach weil es ein guter Torwart ist. Das ist also eine bessere Nummer 2, kannst du dir nicht vorstellen, auch charakterlich. Also ich finde, man hört halt nichts, er beschwert sich nicht, wenn er jetzt nach guten Leistungen wieder auf die Bank gesetzt wird und so. Ich glaube, es ist halt so ein ruhiger, cooler Typ eigentlich und fände ich schade, wenn er geht, ist aber verständlich und ich halte es sogar für wahrscheinlicher, dass er sich da umorientiert. Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist halt insofern einfach extrem problematisch, jemanden mit der Qualität jetzt zu halten, weil ich meine, normalerweise wäre das jetzt ein deutscher zweiter Torhüter, wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Kiste, aber man darf die Nationalmannschaftsambitionen von Renault nicht komplett außer Acht lassen. Ja, das ist immer noch im Bereich des Möglichen. Und dadurch, dass er halt diese Ambitionen auch hat, ist es natürlich auf einer zweiten Position in der Bundesliga echt schwierig. Ich tue mir auch schwer. Ohne internationales Geschäft auch nochmal, ne? Das ist ja auch das Problem, dass die nicht mal. Ne? Mhm. Auch das stimme ich zu. Ja, es ist eine schwierige Situation, die war es ja von Anfang an. Also das mit Trapp und so. Das war ja tatsächlich so, dass es die Tür sich geöffnet hat, wie es immer genannt wurde, und dazu den holen konntest und meiner Meinung nach dann auch machen musst. Und dann kamen die Unsicherheiten von Renault dazu. Patricia hat seine persönlichen Fähigkeiten beziehungsweise seine Persönlichkeit angesprochen, die sehr, sehr angenehm ist als zweiter Torwart halt. Weil ich glaube tatsächlich, dass das ihm fehlt, muss ich sagen. Ich finde, dass es ihm fehlt, die Persönlichkeit eine Nummer 1 zu sein, beziehungsweise hat er hier die nicht gezeigt, selbst als er stark war. Also es ist, für mich hat er nicht die Präsenz wie ein Trapp. Das ist halt so. Und die Eintracht hatte das gebraucht, glaube ich. Ich glaube, das hat man gemerkt, als Trapp halt nicht da war. Da hat Renault auch mega geil gehalten. Trotzdem hast du das Gefühl gehabt, mit Trapp, der sogar teilweise rein torwarttechnisch wahrscheinlich sogar an gewissen Stellen schlechter performt hat als Renault. Ja. Das Gesamtpaket ist wichtiger. Das Gesamtpaket Kevin Trapp zu haben als Figur, als in der Mannschaft. Und das ist halt sein Pech. Aber er wäre blöd, muss man leider so sehen. Er wäre blöd, wenn er hier bleiben würde. Auch wenn er hier bei mir um die Ecke wohnt, liebe Grüße, ich sehe ihn sehr, sehr oft beim Aroma. Ich auch. Ja, echt, ja? Also healthy living, ja, auf jeden Fall. Healthy living, also der ist auf jeden Fall genauso oft auf dem Öderweg wie ich. Er ist ein guter Typ. Das Ding ist nur, er müsste bei einem Verein sein, glaube ich, wo er halt ja in ein Gebilde reinkommt, wo der Torwart halt einfach nur den halten muss und wo er keine Führungsaufgaben übernehmen muss. Und das ist halt bei der Eintracht aktuell nicht der Fall. Das haben wir oft gesagt in Spielen, wo es nicht läuft. So haben wir gesagt, wo ist der Typ, der dem jetzt auffällt, dass hier was nicht stimmt? Warum verliert die Eintracht 2-0 zu Hause gegen Mainz? So, also klar passiert das mit Trapp auch. Aber in so einer Mannschaft, Trapp dann auch noch rauszuziehen und Renault dahin zu stellen, dann hast du so Spieler, die ja öfter auf den Boden gucken als andere, dann das ist... brauchst du nicht. Und vielleicht muss sich Renault da entwickeln. Das wird
Wenn Trapp bleibt, das müssen wir natürlich in den ganz, ganz großen Buchstaben schreiben, wenn Trapp bleibt, dann hier nicht der Fall sein, dann ist es sehr, sehr unglücklich gelaufen. Glaube aber, dass er sich zumindest in den letzten Monaten zumindest hier so rausgezogen hat in der Phase, als er gespielt hat, dass man eben nicht mehr diesen Eindruck von ihm hat, auch andere Vereine nicht. Von wegen, oh Gott, was passiert mit dem? Der sieht aus, als wäre der alte Torwart bei FIFA kaputt. Genau. Mhm. Dass er zumindest für sich auch die Chance so gut genutzt hat, zu sagen, okay, er hat sich auf die Karte gehalten, dass andere Vereine auf jeden Fall sehen, okay, den können wir nehmen. Also der kann auf jeden Fall, würde der, wenn er Bock hat, in der Bundesliga unterkommen. Ja, ich sehe das, ich finde es gut. Ich finde zwei Punkte ganz wichtig. Du hast auf der einen Seite gesagt, dass natürlich die Defensivzusammenstellung da eine große Rolle spielt. Und gerade wenn wir bedenken, dass sich in der nächsten Zeit einiges tun wird, Hasebe wird nur noch maximal ein Jahr spielen. Wie oft spielt er dann in dem Jahr noch? Das müssen wir sehen. Dann die Frage, wie sieht es mit Abraham aus? Er hat schon gesagt, er will im Winter gehen. Das heißt, da gibt es Veränderungen. Das heißt, bei einer neu zusammengestellten Innenverteidigung, natürlich hast du jemanden, einen Baum wie Hinteregger, wenn da alles gut geht und er bleibt. Aber trotzdem gibt es ein paar Neuerungen und die tun ihm vielleicht dann auch nicht gut. Und du hast eben richtig gesagt, ich kann mir vorstellen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch irgendein französischer Verein bei ihm anklopft. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kann ganz gut klappen. Ich weiß noch, Isaksson, das war auch ein ganz guter Torhüter damals aus dem Nordischen, der ist dann zu Start-Rennen gegangen und hat dort jahrelang richtig gut gespielt. Ich kann mir Ähnliches bei Renault vorstellen. Tatsächlich. Müssen wir mal abwarten. Schauen wir mal. Ich würde sagen, so diese ganze Thematik, was wir an Veränderungen erwarten, das ist quasi schon eine eigene Folge, die sollten wir uns dann mal, ja, klar, logisch, auf jeden Fall mal vornehmen. Und wenn ich das richtig, wie es zu Renault seht, ja, aktuell. Und wenn ich das richtig gut verstanden habe, macht ihr dabei Fußball 2000 ja auch demnächst dann nochmal so eine Rückschau, Vorschau, Umschau, Apotheken. Die Umschau, die Apothekenumschau. Wir machen die Apothekenumschau am Sonntag. Beziehungsweise kommt dann am Montag online, auf jeden Fall. Jetzt hattet ihr gerade eben auch die Schiedsrichterleistung angesprochen. Da wart ihr euch ja relativ einig, hatte ich verstanden, dass das eher so schwierig nachzuvollziehen war. Ich hatte ja auch während des Spiels irgendwann getwittert, so nach dem Motto, ich verstehe diese Handregeln nicht mehr. Die wurden mir dann nochmal eindrücklich erklärt und so ein Stückchen kann ich es nachvollziehen, aber so richtig geil war das. Bitte, dann erklär, nimm uns mit, erklär nochmal, was du da verstanden hast und was du erklärt bekommen hast. Das würde mich auch interessieren. Ich habe mir auch die Wiederholung nochmal angeguckt. Also bei so ein paar Dingern muss man schon sagen, ja, da war der Arm halt angelegt. Okay, trotzdem finde ich das so ein bisschen ungleichmäßig mit dem, was in den anderen Entscheidungen war. Dieser Ausgleichstreffer, habe ich jetzt verstanden, ist die Regel einfach aktuell, die aktuelle Regelauslegung so, egal ob Absicht oder nicht, wenn der Ball vorher die Hand den Arm berührt hat, dann kein Tor. Ja. Das ist sogar im Zweifelsfall eine Regel, mit der ich irgendwie leben kann, weil sie halt eindeutig ist. Aber irgendwie diese wenn es denn überall gleich ausgelegt worden wäre, das ist, glaube ich, eher so der Punkt, der mich dann noch irgendwie aufregt, weil wir ja schon an den vergangenen Spieltagen nicht nur bei der Eintracht, sondern auch in anderen Spielen immer wieder diese Situation hatte. Und für mich, vielleicht war das gar nicht so, aber in der Wahrnehmung ist sie jedes Mal anders entschieden worden. Oder zumindest so ein Stück weit anders, dass es dann doch irgendwie spürbar war. Und das ist das, was mich aufregt. Wenn es so eine klare Regel ist, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass sie jedes Mal anders ausgelegt wird. Ja, das ist schwierig, ja. Also ich muss wirklich sagen, es scheint auf Nuancen dann doch wieder anzukommen. Auch, du sagst das schon richtig, es gibt natürlich dann diese ganz klaren Definitionen vorm Tor, was weiß ich, wenn dann direkt der Ball von der Hand irgendwie nochmal abgefälscht wird und ach du Jemine, also kriegt man schon Kopfschmerzen allein nur, wenn man versucht, es hier nochmal detailliert zu erklären. Ich muss wirklich sagen, ich fand es auch wirklich etwas unglücklich einfach, nicht nur der Eintracht gegenüber, sondern generell dieses Bewerten der Situation. Und das, glaube ich, ist genau das, was du auch meinst, René. Das hast du ja in der Saison jetzt einige Male gehabt. Und das nicht nur bei Eintracht-Spielen, sondern du hast in Zusammenfassungen, wurde es doch auch, habe ich es häufiger gesehen, wo einfach Situationen da waren, wo man gedacht hat, letzte Woche wurde es völlig anders entschieden, was ist da los? Ärgert mich, hoffe auch, dass es da wieder eine Weiterentwicklung gibt. Ich weiß nicht, inwieweit man das weiterentwickeln kann, nervt aber natürlich. Und das war im Endeffekt, wenn man sich schon nicht mehr über die Eintracht in Köln und was weiß ich aufregen kann, regt man sich dann an so einem Spieltag halt über sowas auf, ist dann halt so. Aber dementsprechend ist eine Situation, die wahrscheinlich uns lange noch begleiten wird. Auch wann streitet der VAR dann wirklich ein? Ist es eine klare Fehlentscheidung? Nein, ja, wie auch immer. Alles meiner Meinung nach trotzdem noch viel zu viele Entscheidungsspielräume dabei, die es einfach teilweise ungerecht und nicht nachvollziehbar, zumindest für mich nicht nachvollziehbar machen. Seht ihr
wahrscheinlich genauso oder ich weiß es nicht. Patricia, wie siehst du das denn? Ja, für mich ist das mittlerweile auch einfach nur noch ein nerviges Problem, weil es halt wirklich, ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr willkürlich alles. Okay, ich möchte mir das jetzt nicht anmaßen, das alles richtig zu bewerten. Ich habe keine Schiri-Ausbildung, ich habe nichts, aber ja, wie nichts. Du schon gesagt hast, man weiß, also keine Ahnung, man kann es einfach nicht nachvollziehen und dann nimmt das einem auch irgendwann so den Spaß. Man resigniert da sogar schon. Also wenn ich schon sehe, der Ball springt an die Hand und dann sind schon diese Diskussionen zwischen Schiri und VAR oder mal schaltet er sich ein, mal nicht. Und dann denke ich mir auch schon so, nee, komm, ich versuche es gar nicht mehr nachzuvollziehen, weil ich habe unter der Woche einen Text von Stefan Reich bei Hessenschau gelesen. Da ging es genau um das Problem. Und das ist halt, ja, das ist doch ganz klar, das ist Hand oder nicht oder doch. Keiner weiß es und ich fand, der Text hat es ganz gut getroffen. Also, sehr gut, ja. Ja, es ist einfach, man hat da so eine gewisse Planlosigkeit und das überträgt sich halt gefühlt auf alle. Also ich habe auch das Gefühl, die Spieler wissen da mittlerweile auch nicht mehr, was da wirklich jetzt Sache ist. Ist richtig, ja. Ist richtig, ja. Tja, alles nicht also so gut. Ich muss auch sagen, ich habe das dann gesehen. Das Interessante ist, wir gucken uns das an und wir sind nicht mehr ganz so emotional dabei, aber in einer anderen Situation. Auch vor Ort, das hat ja Basti eben schon beschrieben, auch vor Ort wäre das ganz anders gewesen. Überleg dir mal, du wärst da gewesen im Stadion, du hättest irgendwie schon zwei Bierchen getrunken und du siehst dann, dass dieses Ding da nicht gegeben wird, nachdem du ja eigentlich... Ja, genau. Da wäre ich ausgerastet. Vollkommen ausgerastet und halt auch zu Recht, weil du kannst es in dem Moment auch nicht nachvollziehen. Ja. Was wären wir alle wild geworden, Basti, oder? Du hättest auch schon das dritte Bier verschüttet. Meine ich ja. Das ist so genau dieses Ding, das kann ich hier genauso rausrechnen. Und das sind halt auch Diskussionen, die sich in dem Sinne vermischen, dass die dann, dass du denkst, ah, der VAR macht da was falsch, aber nein, das ist halt tatsächlich, selbst ohne VAR wäre diese Regel halt so, dass du nicht mehr durchblickst. Und diese Diskussion haben wir jetzt schon eine ganze Zeit und dann kommt noch was Neues dazu. Das weiß man dann auch in dem Moment ja nicht. Du stehst ja nicht im Fanblock und denkst, ach stimmt, jetzt ab jetzt wird immer Hand gepfiffen, sobald die Hand im Spiel ist, wenn eine Torerzielung ist. Also so schaut man ja kein Fußballspiel, also sondern ruhig und rational, na klar. Ja, eben. Dennis und ich stehen ja nicht in dem Auswärtsblock. Ich sage, Dennis, red dich nicht auf, das ist ja nach der Regel. Gell? Na, lass uns erstmal abwarten, was die jetzt entscheiden. Also nicht zu viel Emotionen zeigen. So schaust du es ja nicht und das ist genau der Punkt. Da haben wir natürlich Glück und ich habe bei mir halt gemerkt, als das war, dass ich hatte gar keine Kapazitäten im Körper, um mich darüber aufzuringen, sondern das war halt so, ganz ehrlich, es ist Mischmasch aus, jetzt ist die Saison halt um, Europapokal klappt auch nicht. Also vielleicht ganz gut, da habe ich mir gedacht, mein Gott, das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Das wird sich komplett wieder ändern, wenn wieder alles normal ist, worauf ich sehr, sehr hoffe, was aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Ja, ich glaube auch ernsthaft, dass die Spieler auch ganz anders da reagiert hätten, wenn es da um mehr gegangen wäre, weil da die Proteste waren jetzt ja auch nicht so vehement und andauernd, wie die jetzt unter vorherigen Stadionbedingungen mit Zuschauern und vielleicht auch wirklich mit der Ambition, da noch einen Platz irgendwie gut zu machen. Ich glaube, da wäre das dann auch ganz anders. Ist halt alles ein bisschen weich gespült. Ne? Ja, man merkt halt auch jetzt, will ich jetzt hier nicht die Thomas-Müller-Floskel mit "Wir sind überspielt" anbringen, weil ich Angst habe, dass Patricia mich dann auffrisst. aber du merkst halt einfach schon, es ist lang. Wir wären jetzt normalerweise in einem Zeitrahmen, wo die Saison rum wäre. Du könntest durchatmen, du würdest jetzt irgendwie dir Gedanken machen über Urlaub und sonstige Dinge. Planung für die nächste Saison. Es ist halt einfach, wir sind eigentlich schon über die Zeit drüber. Das merkst du halt irgendwie schon auch, finde ich. Und dafür macht die Eintracht ja tatsächlich sogar sehr gut. Also ich meine, da muss man dann sagen, die Saison jetzt noch ordentlich zu Ende gespielt. Wenn jetzt das Ding gegen Paderborn nicht vergeigt wird, dann sind wir doch alle zufrieden. Ja, und umso mehr wir darüber reden, umso mehr regt mich das dann eigentlich auch schon wieder auf, wenn man überlegt, wenn wir nur ein bisschen konstanter gespielt hätten und einfach viel früher die Erkenntnis gekommen wäre, dass wir dann doch vielleicht eigentlich eine gute Fußballmannschaft sind, was dann möglich gewesen wäre, wenn du dir anguckst, welche Kackvereine da rundherum noch irgendwie dilettieren. Boah, ich krieg schon wieder Puls. Du hast ja vollkommen recht. Viele Grüße an den Europacup, ja, UEFA Cup. Viel Spaß damit mit Wolfsburg-Hoffenheim. Also das sind doch mal richtig schöne Spiele und vielleicht noch Leverkusen. Da haben wir die Crème de la Crème des deutschen Fußballs. Da gab es auf, weil ich jetzt gesehen auf Instagram, hatte Wumms Bilder gepostet. Einmal Hoffenheim, einmal Wolfsburg. Irgendwie Hoffenheim bedankt sich bei 9000 irgendwas Zuschauern und Wolfsburg bedankt sich bei 12.000 irgendwas Zuschauern. So diese klassischen Stadion Video anzeigen. Man hat dann irgendwie drunter geschrieben,
Das ist die Euroleague nächstes Jahr, wo ich mir gedacht habe, hervorragend, habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß, was ich nicht gucken werde, ey. Ja, und, ja, gut, Grüße an RTL. Da gibt auch den ein oder anderen, der seinen Schreibtisch räumen durfte die letzten Tage wahrscheinlich. Zu Recht auch. Zu Recht. Da kann er eigentlich nichts dafür. Ja, aber du weißt ja, wie das in solchen Firmen läuft. Da bist du halt da trotzdem irgendwie der Arsch vom Dienst. Irgendeiner muss verantwortlich gemacht werden dafür. Aber, ja. Ja, es ist alles, das, auch das ist so ein Ding. Ich merke halt bei mir tatsächlich, dass Corona-Fußball für mich nicht gleich ist wie anderer Fußball. Nee. Weil das wäre auch so ein Ding, da hätte ich mich massivst drüber aufgeregt. Jetzt denke ich mal, ja gut. Also es ist tatsächlich so, dass Corona viel überschattet und auch diese Geisterspiele tatsächlich nicht mal annähernd was damit zu tun haben. Ich glaube tatsächlich, als angefangen hat, habe ich es und wir alle so um die 20% beschrieben, was das ausmacht von dem Gesamtprodukt. Das merke ich jetzt halt. Klar konnte ich mich so ein bisschen in diesen Abstiegskampf rein emotionalisieren und Marvin würde sagen, rein brutalisieren vom Kopf her, dass du es halt mal ignorierst so. Aber das war, ich hatte eigentlich tatsächlich nur die ganz normale Fußball-Emotion war, als wir Fußball 2000 zu dem Bremen-Spiel gemacht haben. Das war das, wo ich gesagt habe, da habe ich es so gut es geht ausgeblendet. Der Rest war immer, verbunden mit und also nie mit vollem Herzen. Das betrifft tatsächlich auch das, was ihr jetzt gesagt habt. Das ist eine Lächerlichkeit. Ich würde wahrscheinlich jetzt hier noch einen längeren Monolog halten, wenn alles normal wäre, dass diese drei Pissmannschaften im Europapokal spielen, während wir das nicht tun und Köln nicht und alle nicht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt ist es so, denke ich mal, ja gut, dann ist es halt so. Und viel Spaß auf jeden Fall auf Europas Reisen. Ich freue mich jetzt schon auf die emotionalen Dokus, die RTL Nitro darüber macht. alle 20 Wolfsburger auf dem Weg nach Bartel Borisov oder sowas. Ja, da ist die Werbeunterbrechung länger als die gesamte Doku. Aber das ist der große Vorteil tatsächlich, dass alle Wolfsburg-Fans zu jedem Auswärtsspiel fahren können. Ja, selbst mit Corona-Regeln, wenn wir dann wieder 30% ins Stadion dürfen, ist kein Problem. Das ist halt super. Also ich meine, man muss auch... Wahrscheinlich war das der Plan, ganz ehrlich, das ist der Plan dahinter, so, damit es nicht direkt so auffällt. Ah, das könnte natürlich auch eine Variante sein, dass es nicht auffällt oder dass sie sich halt auch keine Gedanken machen müssen, wie gehen wir jetzt hier bei irgendwelchen Abstands- und Hygieneregeln mit 15.000 Frankfurtern um, muss sie jetzt nur Gedanken machen, was machen wir mit den 5 Menschen aus Wolfsburg? Ja, ohne Scheiß. Und das schlägt ganz ehrlich, mit dieser Teilöffnung wird die Stunde von Mannschaften wie Ingolstadt und so schlagen, Alter, weil die, für die ist es so, für die anderen ist es noch Einschränkung, für die Vereine ist es normal, so. Ja, so, alle Dauerkartenbesitzer kommen rein. Ja, genau, ist egal. So. Die müssen nicht mal Karten abtragen. Jeder darf noch einen mitbringen. Ja, ohne Scheiß. Boah, sind wir fies. Nein, ehrlich sind wir. Wir sind einfach ehrlich. Wir sind muss nochmal realistisch bleiben. Ja, ist richtig. So. Ich finde, was Marvin sagt, ist genau der Punkt. Das regt mich jetzt doch wieder auf. Weil du genau jetzt schon diese Gegenstimme im Kopf hast, im Sinne von, da darf man nicht drüber meckern. Ich habe gestern auch wieder einen Tweet gelesen. Nur weil Mainz und Augsburg kleiner sind, dürfen die trotzdem in der Bundesliga sein. Natürlich dürfen die das. Das darf mich aber auch stören. Was ist denn los? Was habt ihr denn? Flausch, Mausch, Diddelmaus, Penner, Alter. Gibt's doch nicht. Und wenn ich nicht will, dass Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen im Europapokal sind, dann sag ich das halt. Dann bin ich auch nicht neidisch. Nee, dann nervt mich nur, weil ich es nicht schauen kann. So, ich verstehe das nicht. Das gibt's ja nicht, diese Sucht nach Content. Ich muss auch nicht alles geil finden. Ich muss auch nicht alles geil finden. Ich bin nicht in der Bundesliga. Du musst auch nicht alles Verständnis haben und immer auf jeden achten, Alter. Fertig. Sollen die Hoffenheim-Fans sich doch freuen, die da hinfahren? Die werden es überleben, wenn ich das nicht geil finde. Was ist denn? So, da habe ich doch endlich meine Rage-Folge wieder. Ja. Sowas meinst du? Das habe ich nur für Patrizia. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Ich habe gerade eben erstmal gegoogelt, wie man Diddelmaus schreibt. Ah, ja, sehr schön. Reich weiß das. Stefan Reich weiß das ja, dann frage ich den nachher mal, dann kann der mir das buchstabieren. Ja, ein Spiel ist noch übrig in dieser Saison. Das letzte Spiel gegen Paderborn. Auf der einen Seite hatten wir ganz am Anfang mal gesagt, wir hoffen, dass es in dem Spiel um nichts mehr geht. Das ist jetzt auch zu einem gewissen Anteil so. Ein bisschen Restanspruch an dieses Spiel ist ja schon auch noch da, weil es ja schon noch eine Entscheidung ausmacht, auf welchem Tabellenplatz wir diese Saison beenden. Was ja dann
zum gewissen Grad noch Auswirkungen auf das Thema Finanzen hat, da ja die Fernsehgelder auch durch Platzierung in der aktuell laufenden Saison mit beeinflusst werden. Von daher Platz 9 oder 10 oder sogar vielleicht Platz 8, je nachdem wie Freiburg am vergangenen oder am letzten Spieltag dann gegen die Wundertüte Schalke spielt, macht ja dann vielleicht auch noch so den ein oder anderen Euro aus, den man dann, wir hatten es vorhin angesprochen, es gibt Spieler, die gehen könnten, es gibt Spieler, die vielleicht bleiben sollen, da brauchst du wahrscheinlich auch so ein bisschen Handgeld für. Ja, klar, logisch, jetzt nochmal, aber ihr habt es ja schon richtig gesagt, man merkt ja, der Umschwung wurde ja schon so ein bisschen durch das, dass Renault spielen durfte, könnte ich mir vorstellen, dass er sogar noch ein Spiel spielen darf. Man merkt schon, dass hier so ein bisschen die Spieler vielleicht auch zu tragen mal kommen, die so nicht so die Spielzeit bekommen. Ich glaube, auf diese Situation, Fernsehgelder und so weiter, ob da wirklich so massiv jetzt drauf geschaut wird. Mir wäre es wichtig, dass das Spiel einfach souverän gewonnen wird, weil Paderborn für mich, ja, ich sag mal, die Klasse sollte auf jeden Fall es hergeben von der Eintracht, dass Paderborn hier sicher geschlagen wird, auch wenn wir jetzt nicht mit der AAA-11 auftreten. Ich habe aber gesehen, dass unter anderem, ich glaube, Fernandes sogar eine Option ist, weil er doch fit sein könnte. Auch ein Spieler wie Paciencia ist wohl wieder im Bereich des Möglichen, dass er spielen kann. Also könnte mir schon vorstellen, dass wir mit sowas dann spielen. Zur Aufstellung kommen wir ja dann später. Denke aber tatsächlich, dass so ein bisschen die Luft raus ist, wir aber ja normalerweise hier als Sieger am Ende vom Platz gehen müssten. Also normalerweise, ganz ehrlich, du musst gegen Paderborn das letzte Spiel der Saison gewinnen. Für die geht es auch um gar nichts mehr. Vielleicht wollen die noch so ein bisschen anbieten. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich weiß, dass in der Konferenz genau 2 Minuten von der Eintracht gezeigt werden, weil das halt wirklich das echt uninteressanteste Spiel, glaube ich, von allen ist. Wobei, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt ja auch Augsburg gegen Leipzig tatsächlich. Aber hey, ich wollte jetzt nicht schon wieder auf andere Vereine gehen. Aber ich glaube trotzdem, dass du als Eintracht Frankfurt im letzten Saisonspiel gegen einen sicheren Tabellen 18. schon den Anspruch haben solltest, auch hier weiterzukommen, beziehungsweise ganz klar zu gewinnen, oder? Ja, also was sollen wir, also alles andere könnte ich mir nicht, was sollen wir sagen, so, oh nee, Paderborn, die sind auch gut. Also, oh, auf ihre eigene Art und Weise vielleicht, ja. Ja, aber das sollte auch für die Spieler auch genug Motivation sein im Sinne von, weil diese Spieler, die da sind, die wurden ja teilweise auch hart kritisiert, auch von uns. Also es ist ja so, dass auch für die so ein gewisses Ding sein kann, so sagen, ja Leute, schaut doch mal, wir sind Achter geworden, was wollt ihr so? Was tatsächlich dann auch einen so großen Funken Wahrheit in sich tragen würde. Ja. Also wenn der Outcome am Ende ist, und weiß ich nicht, Marvin und ich unterhalten uns da gefühlt alle 2 Tage drüber, weil Marvin und ich uns ständig klar machen müssen, zu sagen, ey, so krass können wir uns nicht aufregen. Weil genau das haben wir gefordert. Und genau das ist eingetreten. Ja. Das können die Spieler auch sagen, sozusagen. Ey, das waren rauschhafte Jahre. Die Eintracht hat ja auch die Büffelherde verloren. Das darf man auch nicht vergessen. So, also, wenn die Saison dann so ausgeht mit diesen ganzen Umständen, dann ist das nicht überragend, dass ich hier, weiß ich nicht, auf meinem Wäscheständer springe und die Wäsche runterfällt, weil ich komplett durchdrehe. Aber es ist auch okay. Also, man muss da tatsächlich auch irgendwie eine Skala von 1 bis 100 haben, um so eine Bewertung zu machen. Und dann landet man trotzdem, wenn das Spiel gegen Paderborn gewonnen wird und man wird Achter, landet man trotzdem vielleicht bei einer 65. Also, meine Güte. Ja, das ist, ja. Ja, das war vor ein paar Wochen ja auch unser Wunsch eigentlich, dass man sagt, man lässt die Saison jetzt halt ausklingen und man muss sich jetzt keine Sorgen mehr machen, man guckt sich halt die Spiele noch an, jeder darf noch mal spielen, vielleicht Tor machen und dann freuen wir uns alle und das ist gut, aber ja, weiß nicht. Klar, es war greifbar jetzt irgendwie dann doch noch Europa, aber ja, das ist eigentlich das Spiel, was wir uns wünschen sollten, deswegen kann man sich ja auch so ein bisschen drüber freuen, dass es halt so ist, wie es ist. Ja, ich hatte ja irgendwann gedacht, vor der Saison, naja, vielleicht machen wir am 33. Spieltag dann wirklich die Klasse klar gegen Köln. Das haben wir jetzt schon früher geschafft. Insofern bin ich total im Soll, aber klar, jetzt nochmal gewinnen, nochmal schön Paderborn zeigen, wie der, wo der Hammer hängt und dann läuft der Lachs. Also ich glaube, das sollte auch möglich sein. Und ich finde es aber trotzdem geil und lass uns doch eigentlich am besten gleich mal zur Aufstellung kommen. Yes. Denn man könnte ja durchaus darüber nachdenken, den einen oder anderen
auch neu aufzustellen oder wieder aufzustellen für sein letztes Spiel. Du hast Fernandes angesprochen. Weiß nicht, ob der, ich glaube, Fernandes ist doch noch gar nicht fit oder ist der schon wieder? Ich habe irgendwo gelesen, dass der eine Option ist, tatsächlich. Okay. Also natürlich hätte ich das gemacht. Trainiert, glaube ich, ja? Jetzt, aber. Wieder vor dem Training, glaube ich, ja. Tja, also wie gesagt, ich meine, dass da zumindest auch von Hütter mal so angestimmt wurde, dass er einfach ein schöner Abschied, weil er ja definitiv wohl durch das 30.06. läuft der Vertrag ab und er ja dann auch in der Europa League nicht mehr zum Einsatz kommen würde, wäre das ja jetzt, glaube ich, auch die letzte Möglichkeit. Vielleicht dann einfach bei 5 Wechseln kannst du ihn ja auch ein Ende irgendwie bringen, selbst wenn er nicht 100%ig fit ist. Hoffen wir einfach mal, dass bis dahin deutlich... Genau, ja, gern auch das, ja. Nein, aber wie gesagt, Marvin, geh ich auf jeden Fall voll mit. Also immer schön, wenn mal so ein bisschen durchgewechselt wird und auch Spieler vielleicht nochmal einen schönen Abschied bekommen. Gibt's ja auch noch die Guzmán. Der fiel mir da auch gerade bei dem Thema ein, ja. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder bei Corona, aber das ist halt auch schade, dass sowas dann auch irgendwie, weißt du, das ist passiert jetzt auch durch die Hintertür so. Also... Du hast nicht mehr diese Szenen zu sagen, dass du auch einen Johnny de Guzmán, der natürlich hier auch Downphasen hatten, aber auch irgendwie, ich glaube schon, wenn der verabschiedet worden wäre, dass der trotzdem sehr, sehr laute Standing Ovations bekommen hätte. Und das würde den Fans und ihm auch gut tun. So. Also ganz viele Situationen, die. Es ist halt tatsächlich so, wie wir es die Wochen gesagt haben, die Saison wird zu Ende gerotzt mit allen Konsequenzen, die das hat. Und das ist bei solchen Sachen auch so, weil es ist auch nicht dieses. Nochmal, wenn wir jetzt zum Paderborn-Spiel gehen, trotzdem ist es auch trotzdem so, wenn das Wetter gut gewesen wäre, wir wären alle hingegangen, dann hätte es so saisonabschlussmäßig was gehabt, was trotzdem mehr Emotionen in uns ausgelöst hätte. Und trotzdem wäre nochmal mehr positive Vibe in uns gewesen, wenn er gerade die Saison so abschließt und dann macht Dost vielleicht noch ein Tor. Du kannst das bejubeln, du kannst einzelne Spieler, die ausgewechselt sind, feiern für die Saison. Du kannst Kostic mal irgendwie einzeln rausstechen lassen im Sinne von, ey Digga, krass, was du die letzten Jahre abziehst und so weiter. Das fällt alles weg. Das wird jetzt alles nur noch auf, ja, klinisch wegmoderiert. Das ist schon schade, muss ich sagen, weil. Feiern am Ende, Mannschaft vor der Kurve und so weiter. Ja, das ist genau schon der dämlichste Saisonabschluss, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil du hast jetzt auch angesprochen, beide, sowohl Fernandes als auch der Guzmán sind de facto auch teilweise Nationalspieler, aber die sind DFB-Pokalsieger mit der Eintracht geworden. Also die haben mit das Wichtigste und Tollste, was wir erlebt haben, als in unserer Fußball-Fan-Karriere, haben sie mit geprägt. Und gerade auch, also beide Spiele haben auch unterschiedlich viele Spiele im Verlauf dahin auch gemacht. Das darf man nicht vernachlässigen. Und die gehen jetzt halt einfach, das ist schade, das ist ein unwürdiger Abschied tatsächlich, weil ganz ehrlich, so ein Fernandes ist halt auch echt eine Identifikationsfigur innerhalb des Teams gewesen. Und dass die jetzt keinen schönen Abschluss hat, keine Ahnung, vielleicht hätte man auch irgendwie als Fans irgendwas machen müssen oder machen können irgendwie, vielleicht kann man das ja auch noch machen, zum letzten Training oder so, vielleicht passiert mal was, öffentliches Training oder so, auch wenn das ja eigentlich nicht sein darf, aber irgendwie, dass man sich dann doch nochmal mit 30 Mann oder so verabschiedet irgendwie, keine Ahnung, das finde ich tatsächlich echt schade. Ja, schön und das, dann für alle beteiligt. Ja, stimmt. Wer mir hier noch eingefallen ist, läuft nicht auch der Vertrag jetzt endgültig mit Marco Russ ab? Ich meine, ja. Also das ist natürlich auch wenn er natürlich zwischenzeitlich hier mal ein bisschen streitbar war, muss man sagen, natürlich auch eine lange Geschichte bei uns. Auch schade, dass das jetzt einfach so ausläuft. Mal schauen, das wäre tatsächlich auch ein Spieler, der für mich, Marvin, in der obligatorischen 89. Minute hätte nochmal eingewechselt werden können. Gerade wenn Publikum da ist, ist das natürlich immer schön, Leute auf dem Weg nochmal zu verabschieden. Gibt schon einige Spieler. Ich glaube, die drei sind auf jeden Fall, die mir jetzt einfallen würden, deren Vertrag bei uns ausläuft, die zumindest viele Spiele oder auch was Bedeutendes miterlebt haben bei uns. Überleg dir mal, Marco Russ, wie lange der eigentlich bis auf diesen kurzen Break bei Wolfsburg schon dabei war, wie viel der erlebt hat. Die Patricia hat es vorhin angesprochen, die schwierige Relegationssituation, wo er dann noch das eigene gemacht, das 0-1 Eigentor gegen Nürnberg, ja, wurde auch gedacht, das ist scheiße und das war kurz um die Zeit, als seine Krebssituation rauskam. Wisst ihr, was der alles mitgemacht hat mit der Eintracht und jetzt wird er hier total kühl, aber nicht menschlich kühl, das wissen wir ja nicht, aber kühl, weil halt keine Fans da sind, wird es einfach so verabschiedet. Patricia, das ist doch scheiße, oder?
Das macht mich richtig traurig gerade. Ich habe es jetzt so, keine Ahnung, die letzten 5 Minuten haben wir drüber geredet, beziehungsweise ihr drüber geredet. Und so mit jedem Wort bist du irgendwie einfach noch trauriger geworden, weil das halt einfach so unwürdig ist. Und es ist halt, also das Schlimmste ist, dass man weiß, man kann ja jetzt nichts dran ändern. Also es wird sich jetzt nicht morgen lösen und wir dürfen alle ins Stadion und es ist damit gegessen. So, wir können nichts machen und es bleibt halt so und das ist sehr, sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen kommt man immer wieder in diese scheiß Realität zurück, so sehr man sich irgendwie abstumpfen lässt, aber es ist trotzdem alles noch Kacke, Alter. Weil Patricia hat es ja gesagt, man weiß ja nicht mal, wie lange es dauert. Wenn ich wüsste, ich kann wenigstens, weiß ich nicht, ich würde es ja unterschreiben, zu sagen, gut, dann kann ich halt in der Rückrunde wieder ins Stadion. Nee, du weißt ja nicht mal, ob du dieses unter normalen Bedingungen, das muss man ja auch dazu sagen, unter normalen Bedingungen diese nächste Saison ins Stadion, du, Wahnsinn, wenn ich mir das klar mache. Es wird jetzt eine Saison bevorstehen, wo ich eigentlich mich immer schon wieder drauf freue, dann Marvin und ich sind in diversen WhatsApp-Gruppen, wo wir jetzt dann schon fast genervt sind, weil wir jedes verpisste Transfergerücht kommentieren und uns Gedanken machen und traurig sind, dass der nicht kommt und der nicht kommt. Das wird alles wegfallen. Das wird natürlich nicht komplett wegfallen, aber die komplette Kompaktheit des Ganzen wird wegfallen, weil das alles so ein bisschen, ja, dann dürfen vielleicht 5000 Stadien und so weiter. Das ist halt im Endeffekt sehr, sehr nervig. Aber das finde ich gut, dass du es angesprochen hast. Wir haben ja schon mal bei dieser Live-Folge von Fußball 2000 drüber gesprochen. Aber lass uns das Thema nochmal ganz kurz aufnehmen, wenn es darum geht, dass vielleicht im Ansatz wieder Leute ins Stadion gehen könnten. Dennis, ist das für dich eine Option, wenn du einer von 5000 bist, die nach Frankfurt ins Stadion gehen können zur Eintracht? Also prinzipiell würde ich es auf jeden Fall mal austesten. Ich bin ja jemand, der auch sagt, ich würde es mir mal anschauen, würde das Dings, finde ich natürlich trotzdem scheiße. Aber da geht es natürlich auch darum, das Erlebnis, Marvin, du weißt es und Basti auch, alle, die wir ja immer gemeinschaftlich auch ins Stadion gehen, das Gemeinschaftsgefühl dann verloren geht und nur das ich gehe ins Stadion willens, weiß ich, es wird wieder eine ganz andere Situation sein. Es wird wie sein, als wir hier, wir wussten alle nicht, was bei Corona auf uns zukommt. Mal schauen, wie das so läuft. Wir sind alle mit unseren Befürchtungen ja irgendwo auch bestätigt worden. Es ist so, klar, wir haben es alle geschaut und wir reden auch drüber und irgendwie hat es dann doch auch ein bisschen Abwechslung gebracht und es war jetzt nicht ganz scheiße, aber es ist auch nicht gut. Und so wird es beim Stadionerlebnis auch sein. Klar, ich würde es nutzen, ich würde auch mal hinfahren, ich würde mir das, aber es wird was ganz anderes sein. Es wird wieder ein Erlebnis sein, wo jeder sagt, ja, ist okay, aber naja, also es hat mit dem vor Corona überhaupt nichts zu tun. Also der Begriff weichgespült wird da auch wieder ein typischer Begriff sein. Es wird alles so ein bisschen Larifari. Welche Fans dürfen dann überhaupt rein? Wie wird das Vergabesystem gemacht? Das ist ja auch dann interessant. Kann ich überhaupt mit meinen Freunden dann mal oder wenigstens mit einer Person, die ich kenne, ins Stadion gehen? Oder bin ich mit 4.999 Fremden da? In Anführungszeichen, die Eintracht-Gemeinde ist natürlich immer eine große Familie, aber es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Das, denke ich, seht ihr genauso. Oder würdet ihr komplett darauf verzichten? Patricia. Also ich hätte, also ganz ehrlich, ich hätte nicht wirklich Bock drauf in der Form. Einfach, ich weiß nicht, ich habe auch keine Lust drauf, dass das so ein, dann werden auch, also da sind dann 5000 Leute da. Okay, ist das dann das Stadionerlebnis, das ich kenne? Nein. Ist das das Stadionerlebnis, was ich will? Auch nein. Ich weiß, und ich möchte mich da auch nicht so langsam dran gewöhnen. Also selbst wenn ich hingehe und dann weiß ich, ah ja, immerhin bin ich jetzt im Stadion, immerhin sind jetzt ein paar Fans da und irgendwie nächsten Monat sind noch mehr Fans da und dann tastet sich das langsam wieder zum Normalzustand. Ich hätte es aber, ich sehe es als unrealistisch, aber ich hätte es lieber als komplette Explosion halt, dass wir dann alle dürfen und es dann auch wieder komplett voll ist mit den Ultras, mit der Stimmung, die wir kennen und dann ist das auch eine ganz andere Emotionalität, als wenn ich da jetzt sitze und dann bin ich da mit einer Person und um mich rum sind erstmal 3 Sitzreihen frei und das ist nicht das, was ich will irgendwie. Ich weiß ja, nicht. Ja, sehr gut. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Also, stimme ich dir vollkommen zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja letztens, Basti, du weißt ja, live darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich habe echt lange darüber nachgedacht und man gewischt sich der dabei dann, naja, ist es vielleicht doch geil, aber ich muss sagen, ich habe für mich festgestellt, ich gehe auf gar keinen Fall, und das sage ich auch hier, und das lege ich auch hier nochmal fest, ich gehe auf gar keinen Fall ins Stadion, solange nicht wieder alle Leute ins Stadion dürfen. Weil, Basti, du hast es da auch damals bei der Folge gesagt, es geht auch um den speziellen Moment, wenn wieder alle reingehen. Ja, ich habe jetzt nicht alles verstanden. Habt ihr mal verstanden?
war zwischendrin dann mal abgebrochen. Ja, sagt, es geht. Aber ich glaube, ich weiß, was er gesagt hat im Sinne von, wir hatten ja bei Fußball 2000 schon drüber gesprochen. Also ich bin auf jeden Fall Team alle oder keiner. Das werde ich auch durchziehen, da kann man mich auch dran festmachen. Weil ich, aber das mache ich dann vielleicht auch aus einem kleinen Prozentsatz aus egoistischen Gründen. Weil was Patricia gesagt hat, ich will, dass das nicht wie so eine Fahrpreiserhöhung kommt. So ja, kostet mal 10 Cent mehr, mal 20 Cent und irgendwie ist es mehr. Natürlich in eine positive Richtung. Ich will mir das aber nicht versauen, sondern das ist so, ich will selber dann dieses Ding haben, ach, jetzt dürfen alle wieder rein. Und diesen Moment will ich haben mit den Leuten, mit denen ich dann da bin. Dennis hat ja schon gesagt, so diese Gemeinschaft. Und ich glaube, ich würde das für mich selber verwässern, wenn ich das machen würde. Wenn ich sagen würde, ich gehe hin dann 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, so, wenn sich das so steigert, verwässerst du es für dich selber, du verwässerst es für alle. Und dann kommen natürlich auch noch Faktoren dazu, die ich jetzt auch noch gar nicht, ich könnte es jetzt noch gar nicht sagen, aber weil ich auch weiß auch gar nicht, wie die Karten verteilt werden. Also ich wollte gerade sagen, schwierig ist ja auch, an wen gibst du die Sachen dann, weil eigentlich würdest du ja dann, dir wünschen, dass dann als erstes irgendwie die Ultras dann irgendwie rein können, damit dann da halt auch irgendwie Stimmung ist, dass dann da auch wieder Banner sind und so ein bisschen. Aber das kannst du ja dann wahrscheinlich auch nicht, weil so alle in der Kurve, weil du musst ja dann irgendwie wieder verteilen. Mal davon abgesehen, dass die wahrscheinlich auch ähnlich denken wie wir und sagen alle oder keiner. Dann hast du das dann halt auch irgendwie so verteilt dann da übers Stadion, dann kommt da halt auch irgendwie keine Stimmung irgendwie auf. Also das fände ich dann halt auch schwierig, auch von so einem Gerechtigkeitsfaktor. Gehst du dann als erstes mit Dauerkartenbesitzern oder wie verteilst du das dann? Und wie Dennis es schon gesagt hat, man ärgert sich ja schon, wenn jetzt zu einem einzelnen Spiel irgendwie einer, mit dem man dahin will, aus so einer kleinen Gruppe irgendwie keine Karte bekommt. Jetzt stell dir mal vor, du bist der Einzige aus der Gruppe, der irgendwie die Möglichkeit hat. Also es funktioniert doch vorne und hinten nicht. Das ist doch, wie Patricia schon sagt, von diesem Stadionerlebnis, was wir kennen und was wir wollen, ist das doch mindestens genauso weit weg, wie als wenn wir sagen würden, wir spielen halt komplett ohne Fans. Das ist ein Punkt. Jetzt ist aber die Frage, seid ihr bereit, dann die Konsequenz zu tragen und vielleicht jetzt 2 Jahre nicht ins Stadion zu gehen? Das ist halt das, genau das, was diese Frustration hervorruft, dass du es nicht weißt. Also ich richte mich tatsächlich auf eine komplette Saison ein, da richte ich mich drauf ein, das sage ich jetzt hier. Biochemische Prozesse in meinem Körper, um mich darauf vorzubereiten, habe ich jetzt noch nicht gestartet. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also, dass mir komplett dieser Wucht bewusst zu werden, die das in sich trägt, das kann ich jetzt gar nicht. Also, stell dir mal vor, Dennis, ich hätte dir vor einem halben Jahr gesagt, hör mal zu, du darfst jetzt 1,5 Jahre nicht ins Stadion. Und dann hättest du auch gesagt, ja, genau, gell, klar, trink noch ein, Basti, alles gut. So. Das ist schon typische hart. Typische Saufgespräche, genau. Das ist schon hart, so, dass sich vor bewusst zu machen, wenn du manchmal wusstest du ja nicht mehr, wie du eine Sommerpause überstehen sollst. So, oh Gott, die Sommerpause ist aber lang. Ja, boah, das wird eine sehr lange Sommerpause. Ja. Länderspielpausen nerven mich sogar manchmal. Länderspielpausen, die dauern 2 Wochen. Gehen hier über 1,5 Jahre. Was ist denn los? Das ist ja Wahnsinn, das kann ich gar nicht glauben. Ja. Scheiß Conora, Alter. Ja, also ich muss nämlich sagen, das ist genau nämlich der Knackpunkt für mich auch, weshalb ich sage, ich würde das Experiment, es hat halt, man darf nicht erwarten, dass es irgendwas mit dem Erlebnis zu tun hat, was wir vorher hatten. Es ist einfach eine ganz andere Situation und ein ganz anderes Erlebnis, ist ein ganz anderes Produkt, was wir auch konsumieren würden wieder. Also ich weiß nicht, versuchen wird, und wie er schon sagt, gerade auch, ich weiß gar nicht, wie viel Dauerkarten es gibt, selbst da, wenn du dann schaust, wahrscheinlich 20.000 oder noch mehr, wie soll das funktionieren mit der Aufteilung? Das funktioniert überhaupt nicht. Dementsprechend denke ich auch, dass da schon eine ganze Weile noch vergeht, bis zumindest, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent dann wieder ins Stadion dürfen. Da haben natürlich alle den großen Vorteil, die große Stadien haben, die dann auch vielleicht diese Ausweichmöglichkeit haben. Vielleicht wäre ja auch noch eine Möglichkeit tatsächlich, ja, obwohl das funktioniert auch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass du es auch noch ein bisschen in den Außenbereich des Stadions mit versuchst zu drängen, dass du so ein bisschen mehr wieder die Leute einfach ranlässt, an die Trainings mal. Aber das ist alles eher stell dir mal vor, utopisch. Du hast dann ein Spiel, du hörst die Leute im Stadion rufen, du kriegst mit, der fällt irgendwie ein Tor oder irgendwas und dann kriegst du das mit. Selbst wenn es nur 3 Sekunden Verzögerung sind, irgendwie draußen auf einer Videoleinwand oder irgendwas weg, wo du dann verteilt da stehst. Schrott. Also, oh nee. Also macht ihr euren Scheiß. Ich, ja, ja.
Ich gehe nicht ins Stadion. Dennis, geh du mal hin, dann bepöbel ich dich ein bisschen, weil du ein Auserwählter von 5000 bist, der da ins Stadion geht. Ich mach das nicht. Nee. Genau. Wär ich auch dabei. Also ich würde mich da auch, solange es nicht die Möglichkeit gibt, dass da alle rein können, und da bin ich leider auch bei Basti, das sehe ich auch auf längere Zeit noch nicht, dann würde ich mich da auch eher von fernhalten. Aber es ist natürlich, wie Basti auch zu Recht sagt, es tut halt extrem weh zu wissen, da kommt irgendwann diese neue Saison und du wirst sie nicht adäquat beginnen können und auch mit dieser Ungewissheit da agieren zu müssen. Das ist halt echt ein sackblöder Zustand. Glaubt ihr das, nur mal ganz kurz, ich bin nicht hundertprozentig informiert, geht die normale Saison dann eigentlich komplett normal wieder los oder kann das auch sein, dass die dann irgendwie im Oktober erst anfängt? Also ich glaube, Mitte September ist jetzt offiziell gesagt worden. Das war zumindest nach meinem Kenntnisstand der letzte Termin, irgendwie 11. September habe ich jetzt als Datum so ein bisschen. Ist das schon offiziell, okay. Im Kopf, aus meiner Sicht ist das jetzt auch alles sehr abhängig davon, wie die anderen Dinge da laufen. Da muss ja auch irgendwie parallel, da wollten wir dann auch nächste Woche nochmal drüber sprechen, diese ganzen internationalen Wettbewerbe denn da irgendwie ausgespielt werden und so. Aber ich glaube, aktueller Plan für die DFL ist, Mitte September regulär zu starten. Okay, und dann muss ja die Eintracht dann auch in die Champions League, ne? Wenn wir dann den Europa-Cup dann gewonnen haben. Ne? Also steht viel an. Korrekt, ja. Naja, wird Stress. Hast du noch ein bisschen Programm vor dir, ja? Vorher noch die ganzen Transfers und sonstigen Dinge, ja, haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Also die Sommerpause, das sehe ich halt auch nach wie vor noch so ein bisschen als Problem, aber diesmal halt ein Problem, was sie alle irgendwie haben. Diese Sommerpause wird generell kurz. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht-Spieler nur 4 Wochen Pause haben, wenn ich das richtig... Ja, maximal. Du hast jetzt am Wochenende den letzten Bundesligaspieltag und ab 2. oder 3. August startet ja dieses Euroleague-Turnier. Und dann die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 6. August hat die Eintracht das Spiel gegen Basel. Ja, genau, das ist in der 2. Augustwoche. Das heißt, du hast 4 Wochen Pause. Hast du deine 4, vielleicht. Das ist quasi dann ein Vorbereitungsding. Also der Europapokal ist so eine Vorbereitung, weil, wie man sagt, es geht ja weiter. Ist jetzt halt die Frage, wie ernst du das nimmst, aber du musst ja auch dann auch so ein bisschen zum Schutz der Spieler müssen, die ja auch, können die nicht ohne Vorbereitung ja auch in dieses Spiel gehen, weil das ist ja auch, ne? Das heißt, du hast realistisch eigentlich maximal 2 Wochen Urlaub und dann musst du ja quasi auch schon wieder Training machen, damit du dann nicht so total kalt in dieses Spiel dann da reingehst, auch wenn du dir vielleicht am Ende nicht viel ausrechnest oder vielleicht rechnest du ja auch ganz viel aus, wenn Marvin da mal hier die Leute ordentlich auf den Pott setzt, musst du ja trotzdem dich irgendwie darauf vorbereiten. Also mehr als 2, vielleicht mit ein bisschen Glück, 2,5 Wochen wirklich mal Urlaub ist da halt auch nicht drin. Ja, ich glaube schon 4 Wochen, dass sie 4 Wochen, also sorry, müssen die denen irgendwie geben. Oder? Keine Ahnung, gucken wir mal. Naja gut, und dann, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie da Belastungssteuerung und so weiter ist, wie viel Vorbereitung du da halt auch irgendwie brauchst. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, was ich ein bisschen vermute, dass die Eintracht den Europapokal in dem Sinne nicht mehr so ganz ernst nimmt, weil du halt rein, ich glaube nicht, dass die den Spielern 2 Wochen Urlaub klauen, weil die denken, dass sie einen 3-0 noch aufholen, muss ich sagen. Weiß ich nicht, aber das ist meine Vermutung im Sinne von, okay, sind vielleicht die 2,5 Wochen Erholung nicht viel, viel wichtiger in Bezug auf die neue Saison, als an dieses kleine Wunder zu glauben, unter weiterhin Corona-Bedingungen dieses 3-0 zu drehen. Ich glaube, mit Fans wäre das auch nochmal was anderes, weil, ganz ehrlich, wenn da irgendwie, und die Eintracht-Fans schaffen es immer, wenn da irgendwie 15.000, 20.000 Eintracht-Fans in diesem Stadion wären, fürs zur Halbzeit vielleicht irgendwie 2-0, hat es alles schon gegeben. Ja Leute, dann will ich Basel sehen. Wir haben das selber in Salzburg erlebt, als das 1-0 für Salzburg gefallen ist. Wenn die da weitergemacht hätten, hätte das auch eng werden können. Aber so sehe ich das nicht. Natürlich kann die Mannschaft das auch in sich einen Rausch. Ich glaube aber, die Eintracht, ein bisschen verständlich, plant das nicht komplett als komplett, dass die Eintracht sich denkt, okay, wir sind da bestimmt noch ein paar Tage dabei. Patrizia, wie siehst denn du das, wenn ich mir überlege, entweder du hast halt 4 Wochen Urlaub wirklich, um dann halt
den Spielern vielleicht auch so ein bisschen wieder was zurückzuzahlen, weil die jetzt auch die ganze Zeit in Quarantäne waren, konnten jetzt gar nichts machen. Oder denkst du, dass wirklich diese 4 Wochen eher wichtiger sind, oder siehst du das eher so, wir sollten die Mini-Chance mit dem Europacup völlig ernst nehmen? Ich sehe das jetzt gerade auch so ein bisschen wie Basti. Also ich fände es jetzt nicht verwerflich, wenn die Eintracht sagt, hey, okay, wenn es klappt, ist schön. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie 2 Wochen Urlaub streichen, um dann zu sagen, hey, ihr habt aber noch ein 3-0 aufzuholen. So, ich weiß auch nicht, wo die Motivation da, also natürlich die Motivation ist, weiterzukommen, aber dann hast du immer noch nichts gewonnen, wenn du weiterkommst. Also du bist dann nicht, das ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist das Finale und dahinter kommt Champions League, dann wäre es eine andere Geschichte. Aber du bist jetzt halt, ja, es stehen halt auch noch danach noch weitere Spiele an, und dich dann für so ein Turnier richtig vorzubereiten, da müsstest du halt wirklich den Urlaub streichen, und ich weiß halt nicht genau, mit welcher Motivation man das begründen soll. Also ich fände es auch schwierig, weil das sowieso schon eine Saison jetzt war, die für alle, glaube ich, anstrengend war, auch ja, nicht nur körperlich, auch so mental, dass sie da auch mal ein bisschen runterkommen müssen, um sich dann auf die neue Saison einzustellen. Könnte ich vollkommen verstehen, wenn man da jetzt sagt, hey, wir gehen das jetzt nicht so akribisch an. Wäre natürlich schön, wenn es klappt. Und ich glaube auch, wie gesagt, mit Fans wäre das eine ganz andere Geschichte. In dieser Corona-Situation ist das auch. Ich merke es ja an mir selbst. Ich denke so von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Ich kann mich ja auch nicht einstellen auf, was ist in einem Monat. Ja. Und ich habe zum Teil auch schon vergessen, dass es noch die Euroleague gibt irgendwie, als es nur noch um Bundesliga ging. Also, ja, ist schon, ist irgendwie schwierig, ja, deswegen. Das sind alles sehr gute Punkte. Eine Sache finde ich auch noch, die da meiner Meinung nach spannend ist: Wie ist der Kader zu der Zeit schon ausgerichtet? Welche Abgänge sind klar? Welche Neuzugänge sind vielleicht auch klar? Haben wir zu der Zeit, wie ist das denn mit dem Transferfenster? Wann sind denn diese Zeiten gelegt worden? Weil wir hören alle immer nur der 30.06. oder laufen die Verträge dann aus? Was ist mit den neuen Spielern? Wer kann dann eventuell da schon zum Einsatz kommen? Oder auch im Endeffekt, was wird da geplant? Wird es vielleicht auch als Probetrainingslager sozusagen gewertet, wenn du gegen Basel weiterkommst? So ein kleines Turnier, um die Zusammenspielerei ein bisschen zu üben. Ich weiß gar nicht, über wie viele Tage geht das Turnier dann? Habt ihr das im Kopf? Wie viele Spiele sind das denn dann? Wir sind im Achtelfinale jetzt gegen Basel, ne? Wir sind im Achtelfinale, das heißt, gegen Basel. Was ist dann best of? 5.8. bis 21.8. geht das. 21.8. ist dann das Finale in Cologne. Ach du Jemine, okay. Gut, ja, das ist natürlich schon einiges an Zeit. Finde, es kann auch dazu führen, dass natürlich die Mannschaft enger zusammenwächst, gerade wenn du in so einem Turniermodus dich irgendwie sogar ein bisschen geil einspielst und Spieler, die vielleicht auch ja vorher nicht so im Fokus waren, da dann auch ihre Zeit bekommen und vielleicht sogar treffen. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Spielberechtigungen ist. Ist das Corona-bedingt alles, ja, ist jetzt egal, es darf jetzt jeder nachnominiert werden oder wie das funktioniert? Finde ich, ist alles momentan zumindest für mich noch sehr offen. Wahrscheinlich gibt es die Fakten schon und vielleicht wisst ihr da auch schon mehr. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass 4 Wochen den Spielern gegönnt werden muss, einfach damit die auch mal ein bisschen ausspannen, ein bisschen weg vom Fußball, ein bisschen weg von diesem Corona-Stress, denn wir müssen ja bedenken, klar, die haben jetzt lange Zeit Pause gehabt, weil sie nicht Fußball spielen konnten, weil sie Corona-Pause hatten, aber so wirklich abschalten und entspannen konnte da, glaube ich, keiner, und die mentale Stärke ist da, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Deshalb bin ich auch voll dafür, 4 Wochen Pause, schauen, ob man vielleicht trotzdem einen geilen Kader da schon hinstellen kann mit jungen Spielern, die richtig Bock haben, Fußball zu kicken, die auch was können. Dann kann da vielleicht gegen Basel schon was gehen, und in so einem Turnier finde ich es alles offen, gerade in den jetzigen Zeiten, weil den anderen Mannschaften geht es ja auch nicht anders, die dann da kommen. Da muss ich kurz einhaken, denn also du kannst nicht einen komplett neuen Kader aufstellen gegen Basel. Du darfst maximal 3, glaube ich, Spieler aufstellen. Du darfst 3 Spieler, habe ich gerade nachgelesen, darfst 3 Spieler nachnominieren. Wie ich gerade sage, ja. Ja, genau, die vorher nicht da waren. Okay. Und das heißt, wenn wir viele Spieler verlieren, dann haben wir Pech, dann dürfen wir nur 3 nachnominieren. Und ob das dann qualitativ genauso ist, also so Leute wie Ache, die jetzt neu dazukommen, da darfst du nicht nominieren. Keine Ahnung, vielleicht darfst du maximal Leute nominieren wie Jovelic, der
von uns war, aber nur ausgeliehen war. Okay. Also? Ich sehe gerade Ergänzung. Allerdings sind Sommerneuzugänge von dieser Regelung ausgeschlossen. Einzig Spieler, die bereits im Februar für den Club spielberechtigt waren, dürfen nachnominiert werden. Okay, das heißt, je nachdem, wie das ausgeht, durch Corona-Regeln wäre das vielleicht alles gekippt und dann hätte das vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Nee. Aber so also, ist natürlich eher jetzt. Das würde bedeuten, wenn du im schlimmsten Fall hast du 10 Abgänge und darfst irgendwie 3 Spieler, die im Februar da waren. Und idealerweise müssten sie dann ja jetzt auch noch da sein. Darfst du dann irgendwie nachnominieren. Okay. Da haben wir nicht so viele, glaube ich. Nee, nee. Das, da muss man wirklich sagen, da ist natürlich die Chance und so weiter. Also dann bin ich auf jeden Fall für 4 Wochen Urlaub oder macht auch 5 draus. Also das wird's wirklich schwierig, glaube ich. Einfach schwänzen, gibt einen Eintrag ins Klassenbuch und dann ist gut. Hast du wahrscheinlich weniger Probleme mit. Ja, schwierig. Schwierig. Und du hast, glaube ich, René, du hast, glaube ich, schon gesagt, es geht ja auch darum, es darf sich ja keiner verletzen auch. Also, das ist ja auch so ein bisschen mein Punkt. Zu sagen, wie lange gibst du dann Urlaub ohne große Vorbereitung in so ein Spiel, auch wenn du das Ding nicht wirklich ernst nimmst, reden wir ja trotzdem dann über 90 Minuten laufen. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwie Standfußball spielen, das sehe ja auch total irgendwie doof aus. Und dann das Risiko noch eingehen, dass sich dann da noch einer irgendwie verletzt und vielleicht dann die ersten Spiele in der Liga irgendwie ausfällt, hast du halt auch irgendwie keinen Bock drauf als Mannschaft. Also ist halt dann auch wieder so ein schwieriges Ding, ne? Nervig. Aber ich denke, da machen wir sowieso noch eine Folge kurz. Da werden wir noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, wie das jetzt alles ausgeht und auch mit der Vorbereitung. Und dann können wir auch mal gucken, wie es den Baslern dann da so ergeht, weil die spielen ja jetzt auch aktuell noch Ligabetrieb bis zum 2.8. Also die laufen ja quasi aus der Liga raus direkt in das Euroleague-Spiel. Die haben noch ein bisschen Programm vor sich. Aber wir hatten eigentlich irgendwann so vor 20, 25 Minuten mal angefangen mit dem Satz, lasst uns über die Aufstellung gegen Paderborn sprechen. Da sind wir jetzt so ein bisschen von weggekommen. Wollen wir da wieder hin? Ja, wenn du das sagst, machen wir das doch gerne. Auch, ich kann nicht viel beitragen, ich habe keinen Plan. Weil Marvin hat es ja schon gesagt, da wird mit Sicherheit viel ausprobiert. Ich glaube, das wird ein Losverfahren fast, also für uns jetzt, weil wir die Gedanken dahinter nicht nachvollziehen könnten im Sinne von, was hat Hütter vor, inwieweit ist noch Wettkampf, inwieweit will der eine oder andere Spieler sich nicht mehr verletzen können. Also, das Geile ist, ich habe gerade verstanden, was hat Twitter vor? Habe ich auch verstanden. Die Aufstellung machen. Was hat Twitter vor? Auf jeden Fall Paciencia spielen, glaube ich. Das, der Input kam auch von Instagram, habe ich gehört. Also, keine Ahnung, wenn die Möglichkeit, weißt du was, wir lassen, wenn mal brauchen wir keine Aufstellung machen. Ich glaube, das ist ein wilder Mix aus allem möglichen. Paciencia kann vielleicht mal reinkommen, wenn der wieder fit ist und auch Bock hat. Genau. Abschluss, selbst wenn Fernandes irgendwie nicht fit ist und eigentlich nicht spielen darf, dann kriegt er noch Krücken und darf die 95. Minute eingewechselt werden, damit ihn jeder nochmal umarmen kann. Ich glaube, solche, oder hier mit der Faust abklatschen darf man ja nur. Also ich glaube, solche Kleinigkeiten. Aber gegen das Bein treten darfst du, glaube ich, auch noch. Ja, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn wir jetzt schon bei dem Spiel sind, liebe Leute, ja. Guckt ihr das Spiel dann auch Einzeloption oder was macht ihr? Patricia, was hast du vor? Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich machen werde, weil die Konferenz wird sehr langweilig, habe ich mir gedacht. Ja. Da sind halt so viele Spiele, bei denen es um nichts geht. Andererseits, ich hätte halt irgendwie Lust auf so eine Abstiegs-Aufstiegskonferenz, so erste und zweite Liga zusammen verwurschtelt, wo aber nur noch die relevanten Vereine drin sind. Darauf hätte ich Bock, da das nicht so ist, weiß ich nicht. Vielleicht schaue ich auch ins Einzelspiel. Mal sehen. Entscheide ich wahrscheinlich spontan. Also ich habe am Wochenende wieder festgestellt, ich bin einfach kein Mensch, der Konferenz gucken kann. Es gibt mir nichts. Hatte ich noch nie. Hat sich jetzt auch durch Corona nicht geändert. Ich bin Team Einzelspiel und je nachdem, wie die Ergebnisse sind, dann vielleicht so die letzten 10 Minuten dann auf die Konferenz. Wenn es dann halt wirklich nochmal irgendwie spannend wird, ist Werder jetzt komplett irgendwie raus oder sonst irgendwie. Das sind so Dinge, dann vielleicht aber maximal die letzten 10 Minuten und ansonsten Team Einzelspiel. Basti? Ich hadere auch noch mit mir im Sinne von, ich werde auf jeden Fall das Einzelspiel starten, weil ich das auch sehen will, wie die Mannschaft sich präsentiert, was so, ja, wie man aus der Saison rausgeht, auch für mich als Abschied, weil wir haben es ja gesagt, wir können nicht im Stadion sein. Ja.
Dann werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich Radiokonferenz laufen lassen. Ist auch noch eine gute Wahl, ja. Also quasi Bild so. Ja, das ist gut. Ton anders. Und dann tatsächlich wahrscheinlich, das gebe ich hier offen zu, wenn es bei Eintracht irgendwie entschieden ist oder es um nichts mehr geht, geht es ja auch nicht. Wenn sollte Düsseldorf führen, werde ich auf jeden Fall nach Bremen schalten. Das ist dann auch wirklich so Unfalltourismus, ne? Ja, ich habe es, glaube ich, bei Fußball 2000 auch schon gesagt, ich will die Pressekonferenz nach dem Bremen-Spiel sehen. Oh Gott. Ich glaube, ich mach's ganz ehrlich so, Basti, wir kontaktieren uns am Samstag nochmal. Man darf ja mit gewissem Abstand auch mehrere Leute sehen. Vielleicht bringt der eine das iPad mit, wo Sky Go läuft, und der andere bringt das iPad mit, wo Sky Go läuft, und dann kann man ja unterschiedliche Spiele dann auch schauen, ja. Und ja, man hat alles abgedeckt. Also es wäre vielleicht ein bunter Strauß an Fußball, ne? Ich habe auch einen Garten, wo wir einen Pool hätten, falls es zu warm wird. ich merke schon. Ja. Und Dennis, wie machst du es? Da laufen Pläne. Also tatsächlich, klar, ich werde mir das Einzelspiel bis zum bitteren Ende reinziehen und danach die Zusammenfassung angucken und tatsächlich hoffen, und es ist ja immer so, auf dem Handy, der Handy-Ticker läuft auf jeden Fall immer nebenher. Ich fand es eine gute Idee mit der ARD-Konferenz. Radiokonferenz. Finde ich. Radiokonferenz, genau. Fand ich eine gute Idee. Das denke ich, werde ich tatsächlich mal so umsetzen. Aber ich will auch mal sehen, wer noch so. Ich finde es dann immer ätzend, wenn ich nur dann am Ende lese, aha, der und der. Und Rewatch bin ich einfach kein Mensch für. Deshalb, ich gucke es dann lieber live und will dann mal sehen. Und vielleicht ist dann doch ein bisschen emotional, wenn, was weiß ich, Fernandes und De Guzman und vielleicht Russ in den letzten Minuten noch eingewechselt werden. Kann das vielleicht noch ein paar Emotionen rauslocken. Aber im Großen und Ganzen, ja. Mal schauen, ich bin dann wirklich gespannt, wie auch die Nachberichterstattungen aufgearbeitet werden. Ich hoffe auch auf sowas, Patricia, wie du sagst, dass dann vielleicht so ein bisschen Konferenz gemacht wird. Wie steht es gerade da? Wer spielt am Ende Relegation gegeneinander, Erst- und Zweite Liga? Finde ich dann doch deutlich spannender als der Rest des Spieltags. Aber der Zweitligaspieltag ist auch erst komplett am Sonntag, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja. Ah, Sonntag. Ja, stimmt, klar. Stimmt. Muss ich also. Ja. Ich wollte gerade sagen, also jetzt habt ihr mich ein bisschen, war nämlich auch das. Ja, da muss man am Sonntag auf jeden Fall auch nochmal reingucken, wie tollpatschig tatsächlich dieser Kellner aus Hamburg ist. Müssen wir mal gucken. oh Gott, ja. Ja. So, wenn wir jetzt schon keine Aufstellung gemacht haben, dann will ich wenigstens für das letzte Spiel der Saison noch ein paar Tipps von euch hören. Also Ergebnistipps. Marvin, komm, fang an. 4-0 für die Eintracht. Das ist relativ eindeutig. Patricia? Ja, 3-0. Dennis? Da gehe ich mit, 3-0. Basti? 5-2. Da ist er nah an meinem Tipp. Ich sag 5-1. Da gibt es auf jeden Fall Tore zu sehen. Wer steht laut euch im Tor? Wer lässt hier zwei Tore gegen Paderborn rein? Renault. In der ersten Halbzeit Renault und vielleicht in der zweiten Halbzeit Chandler oder so. Keine Ahnung. Zimmermann nochmal. Totaler Klamauk. Oh Gott, ja. Wunderbar. Zum Verhöhnen vom Gegner, wenn du irgendwie 5-0 führst, wechselst du den Innenverteidiger ins Tor ein. Boah, das wäre fies. Das wäre fies. Gott, ja. Das wäre definitiv fies. Hast du vorher deine 5 Wechsel ausgenutzt, ja? Damit du die 5 Wechsel auch ausgenutzt hast, nochmal irgendwie komplett durchmischen, ja. Sehr gut, okay. Schauen wir mal, letztes Spiel der Saison und dann können wir uns dann nächste Woche oder übernächste Woche dann mal mit dem Thema Rückschau und vor allen Dingen auch mal dann damit beschäftigen, was wir denn von der nächsten Saison erhoffen. Können wir uns mal so langsam ein bisschen Gedanken machen. Yes, sir. Übrigens kam gerade eben noch ein Bericht rein per Twitter, stand, glaube ich, in der FAZ, dass Hütter gesagt hat, er nimmt keine Rücksicht auf die Euroleague und gibt der Eintracht den Spielern bis Ende Juli frei. Oh. Okay. Das würde ja dann zu unserer Aussage oder unseren Diskussionen von gerade eben ganz gut passen. Finde ich gut. Gute Sache. Super. Kann ich auch nur mitgehen. Ja, dann würde ich sagen, Marvin hatte es vorhin angekündigt, wir wollen uns heute mal ein bisschen länger mit dem Thema dem Dummschwätzer der Woche beschäftigen und dann brauchen wir jetzt hier erstmal den Jingle.
I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und unser Plan sieht vor, dass wir uns diese Woche ein bisschen mit dem, ja, unserem Dummschwätzer der Saison beschäftigen, aber wir müssen natürlich jetzt erstmal auflösen, wer denn in unserer Abfrage von letzter Woche den Sieg geholt hat. Ich mache jetzt mal live die Umfrage zu. Wir hatten 3 Nominierte und es ist, das war ganz, ganz knapp. Also, wir hatten folgende Nominierte. Patricia hat einmal ins Rennen geschickt Thomas Müller für die Kombination aus dieser überspielt Aussage plus diesem Gehaltsverzicht. Dann hat Marvin in den Ring geworfen Sky, die auch wieder in Verbindung mit Thomas Müller, die den für den besten Typen ever halten. Und dann hat Patricia nochmal Schalke in den Ring geworfen für diese Mini-Jobfahrer-Entlassung und generell, wie dieses ganze Schalke-Image da gerade abläuft. Spoiler, die haben sich da jetzt ja auch nicht wirklich viel gebessert seit letzter Woche, aber vielleicht reden wir da gleich auch nochmal drüber. Ja, und wir haben folgende Platzierten. Auf Platz 3 Sky für diese Thomas Müller-Lobhudelei. Auf Platz 2 Schalke. Und auf Platz 1 Thomas Müller himself, der arme, überspielte, ewig geliebte deutsche Schwiegersohn. Herzlichen Glückwunsch. Verdienter Preis. Wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte das gedacht? Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, dann müssen wir jetzt Glückwunsch, genau. Reden über die Dummschwätzer dieser Woche. Und bevor wir unsere Dummschwätzer hier in den Ring schicken, haben wir natürlich auch wieder von den Hörern jemanden genannt bekommen. Und zwar hat uns der Arne eine E-Mail geschickt und der nominiert Oliver Bierhoff. Und zwar, ich zitiere jetzt mal live aus der E-Mail. Am Ende des Doppelpass am vergangenen Sonntag sagte er, wir vom DFB versuchen noch einen Weg zu finden, dass wir uns das Pokalfinale in Berlin vor Ort anschauen können. Dann könnten wir unsere Bayern-Spieler mal wiedersehen. Und lacht ignorant. Dass Leverkusen auch spielt, unter anderem mit einem gewissen Kai Havertz, hat er wohl vergessen. Aber das zeigt, dass der Doppelpass immer wieder gut ist für diese Kategorie. Also muss man sagen. Ja, das ist aber auch der einzige Grund, warum man sich vielleicht mal eine Millisekunde mit diesem wirklich hochwertvoll journalistischen Produkt auseinandersetzen sollten. Das ist dann aber auch schon irgendwie wieder alles. Hat sich doch auch nichts geändert, oder? Hat nicht, war das Bierhoff oder wer war das, der das sowas Ähnliches schon mal gesagt hat beim Pokalfinale gegen Frankfurt? Hat da nicht auch jemand gesagt, unsere Jungs, und dann waren die Bayern gemeint? Dann ja, ja, das war, ja, das gut, war als DFB-Funktionär ist ein bisschen schwierig, aber ja, ja, das war auch du wirst ja wissen. Ja, ja, da ja, ist er. Wundervoll. Hat er ein ganz wunderbares Talent für der gute Oliver. Ja, man muss ja nicht verstecken, ne? Sein Fan. Ja, nee. Also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was das soll. Ich finde das unfassbar. Das ist überhaupt keinerlei Neutralität gewahrt in der Position, bei der er Neutralität wahren muss, weil er halt nicht einem Team angehörig ist. Und es ist ja auch noch nicht mal so, als hätte er da jetzt Ewigkeiten oder so gespielt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also das zeigt für mich, dass die Ära Bierhoff auch irgendwann mal beendet gehört. Tut mir leid. Ja, mega unprofessionell. Es ja. Wirkt so, als wenn, also ganz ehrlich, was ja tatsächlich, was wir in den letzten Wochen auch schon oft geäußert haben, so für den DFB, interessiert sich kein Schwanz. Tut mir leid. Also, du hast das Gefühl, als ich ihn da gesehen habe, also beziehungsweise als mir das zugespielt wurde mittlerweile, weil ich schaue das ja alles nicht mehr, du denkst dann, ach, den gibt's auch noch. Also so ist momentan so dieses Ding. Du hast das gar nicht auf dem Schirm, deswegen das halt auch ignorieren, ganz im Ernst. Und dieses DFB-Pokalfinale, wenn wir ganz ehrlich sind, das interessiert auch niemanden. Also, ich weiß noch nicht mal, wer da spielt. Ach doch, ja, gut, in Bayern. Siehst du, ich hab's schon wieder vergessen. Das ist eine Millisekunde her und ich hab's schon wieder vergessen. Ja, aber es ist es halt, genau das ist es. Es interessiert auch irgendwie leider kaum einen, na jetzt ist jetzt aber auch scheißegal, ne? Also ich meine, Leverkusen und Bayern, ja, das ist auch das sterilste DFB-Pokalfinale, was man sich vorstellen kann, ne? Das ist jetzt auch nicht so, als würde es jetzt, also die 300 Leverkusener, die sind jetzt traurig, dass die nicht nach nach München auch nicht, aber nach Berlin dürfen, und die Bayern, die sind wahrscheinlich schon so gesättigt von diesem Pokalwahnsinn, den sie die letzten Jahre da hatten. Die Meisterschaftsfeier wurde ja auch
vollkommen ausgekostet, ja, mit, was weiß ich, wahrscheinlich wieder viele Weißwürstel reingepfiffen oder so. Aber es ist ja jetzt auch jedem egal tatsächlich. Ja, ist natürlich dann auch die Frage noch, die Bayern haben ja auch noch diese Champions League-Thematik da irgendwie vor Augen, welcher Wettbewerb tatsächlich für die an der Stelle halt auch wichtiger ist. Mhm. Und ja, ob du da jetzt auch noch irgendwie muss. Verletzungsrisiko oder irgendwas eingehst. Mhm. Also es wird ja wahrscheinlich kein absolutes Highlight-Spiel, was man sich unbedingt angucken muss. Nee. Auf gar keinen Fall. Und dann verlieren wir auch kein Wort mehr drüber, weil so wichtig ist es nicht, die Eintracht spielt nicht mit. Ja, genau. Leider auch korrekt. Sis ist leider auch korrekt. So, was habt ihr denn an Nominierten für diese wundervolle Kategorie hier? Ja, also ich hätte was und ich habe dir ja was geschickt, vielleicht kannst du es ja mal einspielen. Ja, in welcher Reihenfolge hättest du es gerne? Gute Frage tatsächlich. Erstes kürzere, das mit Kautz. Mit dem Trainer? Ja, und dann das längere. Gut, dann also, kommen jetzt hier zwei kurze Beiträge. Herr Kocinski, was ist dieses 1:0 wert? Ja, nix. Heißt? Ja, wir sind abgestiegen, oder? Haben wir mal die mitgekriegt? Ich habe zusammengerechnet, 3 Punkte Rückstand und das um 14 schlechtere Torverhältnisse im Vergleich zum KSC. Also ein Witz sagen oder was? Nee, überhaupt nicht. Oder nee. Was? Das hat nichts damit zu tun. Also rein theoretisch wäre es noch möglich. Ja, alles klar. So, und dann jetzt den zweiten Beitrag direkt hinten dran. Als Motivation auch nochmal die Hoffnung aufruft und sagt, es wäre vielleicht noch möglich. Also, was willst du mir denn jetzt erzählen? Also, ich bin der Letzte, der irgendwas aufgibt, wenn nichts mehr möglich ist. Aber es sind 14 Tore. Wann sind das letzte Mal an irgendeinem Spiel, da sucht ihr einen aus? Ich bin ein bisschen älter als Sie. Sind 14 Tore Differenz ausgegeben. 78, ich glaube, haben wir 12:0 gewonnen. Ja, also glauben Sie mir, wenn ich am Sonntag auf dem Platz stehe, dann marschiere ich da hin und mache und wenn es 3:0 steht, brauche ich 4:0, 4:0, brauche ich 5:0. Keine Sorge, aber alles, das ist, du musst dir realistische Ziele setzen, damit du das Spiel gewinnen kannst. Und ein realistisches Ziel ist es, dass du mit 12 oder 13 Toren unterschieden bist. Also, ich bin ja wirklich kein Dynamo-Fan, wirklich nicht. Aber bei allem Respekt, was Sky sich bei Dynamo zweimal erlaubt hat, bei Kautschinski, bei dem Interview, das kann doch sein, dass der Prozess der Realisation, dass er da gerade eine beschissene Frage gestellt hat, irgendwie dann später kommt im Interview. Aber dass ein Spieler fragt und ihn auch maßregelt, ja, er ist ja älter, der hat ja schon mal Spiele gesehen, wo irgendeine Mannschaft 13 Tore... Ja, aber vor allen Dingen dann auch anzukommen und zu sagen von wegen, ey, du hast 14 Tore Tordifferenz und dann ein Spiel anzuführen, was über 30 Jahre her ist, um zu sagen, da hat einer mal 12 Tore geschossen. Also es würde ja noch nicht mehr reichen. Nein, und das ist genau die absolute Frechheit, was sich Sky auch da erlaubt. Ich meine, es ist sowieso eine Frechheit, auch was. Ich meine, Dresden ist auch echt nicht gut mitgespielt worden in der letzten Zeit. Und die haben sich ja schon wortreich beschwert. Aber meine Güte, das ist schon, also da muss sich Sky sowieso für alle Zweitligisten entschuldigen. Aber für diese Fragestellung, meine Nominierung Dummschwätze der Woche, wie man so beschissene Fragen stellen kann, das ist echt eine richtige Sauerei. Völlig zu Recht, ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute, das heißt, was Marvin sagt, dass das zweimal macht. Und an der ersten Reaktion da schon merkt, wie unpassend das für einen Verein ist, der auch gerade abgestiegen ist. Der Marvin hat ja dieses Interview angesprochen vor einer Woche. Die kämpfen ja selber mit sich. Und die Situation ist ja für die sehr echt beschissen. Wenn du dir dann auch noch sowas anhören musst. Mir fehlt da jegliches Verständnis. Das ist nicht mal so ein Ding, wo man sich probieren könnte, auf die Gegenseite einzulassen und zu denken, okay, was könnten die denken? Also es gibt ja oft Sachen, wo man zumindest so ein bisschen Debattierclub spielen kann im Sinne von, okay, ich probiere jetzt mal die Intention der Gegenseite zu verstehen. Da ist nix. Was soll das? Das ist sowieso einer der unsäglichsten Kommentatoren dort, der jetzt als Reporter da eingesetzt war. Wahnsinn. Wahnsinn, dass so eine Frage gestellt wird, mit was einer Respektlosigkeit. Unglaublich, finde ich. Ja, das ist eine richtige Frechheit. Also ohne Mist, ich bin echt sauer geworden, als ich diese Tweets gesehen habe, weil ich habe es nicht live gesehen. Und da habe ich echt gedacht, Leute, ganz ehrlich, miep, miep euch, ohne Scheiß. Das ist echt eine Sauerei. Ich kann es auch nicht glauben, dass er es halt wirklich gebracht hat. Vor allem auch, also ich habe höchsten Respekt für sowohl Trainer als auch Spieler, aber auch besonders für den Spieler, der da auch noch so, er ist ja noch so drauf eingegangen so ein bisschen, ist auch noch recht ruhig geblieben. Ich
ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich gegangen, bevor ich da irgendwie anfange, den komplett zu beleidigen oder so, weil in dem Moment, du bist ja auch emotionalisiert so ein bisschen, okay, die hatten das schon letzte Woche, glaube ich, dass die realisiert haben, okay, es ist vorbei für uns, aber trotzdem kommst du da aus einer Emotion vom Spielfeld, das ist, du hast eine beschissene Situation und dann hat da jemand die Dreistigkeit, so eine dumme Frage zu stellen, also sorry, da habe ich kein Verständnis für. Okay. Und das Ding ist, du hast ja gewonnen. Du kommst ja aus einem Spiel, was du gegen Sandhausen in relativ letzter Minute noch gewonnen hast und steigst trotzdem ab. Und ja, dann eben so eine Frage zu stellen. Total bitter. Also, ja. Also Sky, meine Nominierung, habt ihr euch verdient. Da muss man aber eigentlich wirklich schon wieder Respekt vor Trainer und Spieler haben, wie Patricia schon sagt, dass sie weder den Reporter da jetzt dann verbal noch körperlich irgendwie angegangen sind. Das ist, also da brauchst du eine Menge Körperbeherrschung für. Definitiv. Sauerei. Ja. Das ist meine Nominierung. Was habt ihr noch? Fand ich stark. Ist für mich auch jetzt schon der Favorit. Ich hätte noch Aki Watzke zum Einwerfen. Und zwar geht es da um die, geht's um die Fernsehgelder, Fernsehgeldverteilung. Da hatten ja jetzt einige kleinere Vereine, ich glaube Bremen und Mainz auch schon. Unsere zwei Lieblingsvereine. Genau, gefordert, dass die fairer verteilt werden, jetzt im Rahmen der TV-Rechteverteilung. Und Watzke hat dann, Zitat, gesagt, wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga. Und das fand ich ein bisschen unpassend, einfach schon alleine auch diese Inszenierung wieder, sich als Opfer darzustellen. Also dieses, wir sind die Zugpferde der Liga, also wir und die Bayern, und man möchte uns damit ja schwächen. Dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass das vielleicht dazu da ist, um die anderen zu stärken und nicht um dir was wegzunehmen. Ja, und dann halt noch behaupten, dass die Liga dadurch geschwächt wird. Ich weiß halt nicht, was die Liga noch mehr schwächen oder uninteressanter machen soll, als wenn zwei Vereine weiterhin da vorne weggaloppieren, allen voran die Bayern, aber Dortmund ja auch mittlerweile. Weiß ich nicht, ich finde es halt frech auch so ein bisschen, das zu behaupten. Ich kann verstehen, dass man immer das Beste für seinen eigenen Verein will, dass man aber die Dreistigkeit besitzt zu sagen, die Liga wird dadurch geschwächt. Ich weiß nicht, also für mich ist das Schlimmste, was der Liga passiert, dass da vorne uneinholbar Mannschaften weggaloppieren und hinten, weiß nicht, mehr als die Hälfte der Liga runterfällt. Ja, sehr gute Nominierung auf jeden Fall. Ja. Watzke ist mittlerweile, Basti, was hast du mal gemeint? Du hast mal einen sehr treffenden Begriff verwendet. Sauerland. Ich finde, es hat halt schon was. Ne? Also im Populismus kommen die sich gefährlich nahe. Ja, dir kannst du bei sowas auch nicht zuhören, weil das Problem ist, dass so jemanden, den bräuchtest du eigentlich, um tatsächlich vielleicht wirklich mal über die Fernsehgelder zu sprechen, wie die verteilt werden sollen, gerechter und oder vielleicht nach Verursacherprinzip auch tatsächlich. Ein Verursacherprinzip, wo die Eintracht profitieren würde. Er ist ja tatsächlich nicht der Richtige. Er hat sich ja auch während Corona auch immer wieder hervorgetan. Also die Nominierung, das ist wie eine gelb-rote Karte, weil du halt viele kleine Fouls gemacht hast. So, dann sagt der Schiedsrichter zu dir, habe ich dich ermahnt, jetzt fliegst du vom Platz. So sehe ich diese Nominierung auch, weil er ist tatsächlich die letzten Monate nicht dadurch aufgefallen, dass ihm bewusst ist, dass er schon gelb hat. Naja, liebe Grüße ins Sauerland. Sehr gut. Eine würdige Nominierung. Was habt ihr denn sonst noch so? Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, aus Selbstschutz nichts gemacht. Ich bin stolz auf mich, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit hier wieder dabei bin, ohne hier meine Couch zu essen. Weil ich gehe so Dummschwätzern auch aus dem Weg und die Dummschwätzer, denen ich nicht aus dem Weg gehen kann, die kann ich hier aus diplomatischen Gründen nicht nominieren. Liebe Grüße, Marvin Weiß. Okay, alles klar. Also ist eine Insider-Nominierung gerade jetzt. Genau. Okay, alles klar. Nämlich. Dennis, was hast du? Ja, für mich war es jetzt schwierig, weil ich tatsächlich wenig Fußball und Co. Verfolgt hatte. Wie heute Mittag ja auch schon mitgeteilt, war es da etwas wenig die letzten Tage. Aber ich denke, der aktuelle Wahnsinn in der Politik und auch insbesondere in Gütersloh und die Verursacher dafür sind alle, denke ich, eine Nominierung wert. Angefangen bei Tönnies für den ganzen Bullshit, die da treiben. Aber Marvin, du hast es auch richtig gesagt, Laschet ist da natürlich auch nicht ganz unschuldig für den ganzen Wirrwarr, der da jetzt läuft. Wenn man überlegt, eine Woche ist alles bekannt. Jetzt seit gestern oder heute sind ja, glaube ich, diese neuen Corona-Lockdown
Lockdown-Situationen eingefahren und eingesetzt worden. Jetzt muss man sich überlegen, und was mich eigentlich, die Dummschwätzer-Kategorie wird dann wirklich meiner Meinung nach von Laschet heute erfüllt, denn er weist darauf hin, dass doch bitte alle Bundesländer sollen sofort die Leute reinlassen, wenn sie negativ getestet wurden. Das war die Aussage, die ich heute in mehreren Medien, zumindest im Radio und was ich so am Handy lesen konnte, gesehen hatte. Dann habe ich einen schönen Bericht gesehen. Da gab es in Gütersloh eine, ja, ich sage jetzt mal, mobile Einrichtung zum Corona-Testen. Standen, haben sie gesagt, mit wie vielen Leuten rechnen sie denn heute? Haben sie morgens gefragt, hat die gesagt, na, so zwischen 100 und 200 Leuten werden bestimmt da sein. Es waren wohl weit, keine Ahnung, es haben tausende Leute davor gestanden, so ungefähr. Wir konnten alle nicht getestet werden, wurden dann wieder heimgeschickt, weil erstens die Kapazitäten, da habe ich was gelesen, von 100 Tests die Stunde, was ja wirklich schon viel ist. Jetzt muss man überlegen, da Gütersloh sind, glaube ich, 100.000 Einwohner oder was. Natürlich ist nicht, das ist einer von vielen Ständen, aber diese Kapazitäten, das würde ewig dauern, die Leute zu testen. Die Leute wollen in den Urlaub fahren, die Leute haben den Urlaub geplant und Laschet stellt sich hin. Was stellen sich die anderen Bundesländer hier denn so an? Die Leute sollen einfach mit einem positiven, mit einem negativen Corona-Test hinfahren, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Reiner Populismus, überhaupt nicht umsetzbar, alles scheiße, soll darüber hinweg deuten, dass da ewig lang rumgegaukelt wurde, nicht wirklich konsequent und ordentlich geführt wurde. Ich finde tatsächlich berechtigt die Nominierung, gerade für Laschet. Tönnies ist nochmal eine eigene Nominierung normalerweise, was da gelaufen ist. Das ist ja völlig skurril. Ich weiß nicht, René, wen du noch auf deiner Liste hast. Von meiner Seite ist es tatsächlich Laschet, einfach für dieses, lasst euch doch einfach testen, dann könnt ihr wieder überall hinfahren. Die Kapazitäten geben es nicht her, die Testzeit ist auch schwierig, die Länder wollen es gar nicht, sind Reisewarnungen rausgeben. Also so vorne wird erzählt, ist doch gar kein Problem, wir haben alles im Griff und hintenrum läuft denen eigentlich alles aus den Händen, was so aus den Händen laufen kann. Und ob das tatsächlich noch ein realistischer Kanzlerkandidat ist nach der ganzen Situation, ist auch mal fraglich. Aber schauen wir einfach mal. Also an der Stelle, meine Nominierung geht an Laschet. Eine weitere Nominierung hätte ich noch, da muss ich aber sagen, die ist etwas schwieriger darzustellen, weil ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, Russland hat heute die Parade zu 75 Jahre Sieg über Hitler gefeiert und so weiter. Ich habe Bilder gesehen, wo ich nur gedacht habe, also Putin beim besten Willen, es ist ja alles Wahlkampf, ich glaube morgen oder ab morgen kann man da abstimmen für diese Reform der des Wahlrechts und so weiter, also ob Putin einfach länger an der Macht bleiben kann. Er wollte anscheinend schöne Bilder produzieren und so weiter. Das ist natürlich wirklich krass, denn dem Land geht's wirklich dreckig. Es sind sehr viele Infizierte und die Leute sitzen und stehen einfach 5 Zentimeter nebeneinander. Überhaupt keine Abstände. Finde ich absoluter Wahnsinn. An der Stelle auch wieder leider sehr politisch, deshalb hat jetzt nicht was mit Fußball zu tun, aber es betrifft uns ja alle. Wenn das von den Leuten dann wieder hergetragen wird oder man selbst dann dahin will, super schwierig, finde ich einfach nur schrecklich und grauenvoll und egoistisch, dass das eben durchgesetzt wird, um eventuell dafür gute Bilder zu sorgen und gute Stimmung im Volk. Also an der Stelle auch noch die Nominierung an Putin für diese Inszenierung in der Zeit. Gerne, ist ja ein toller Grund zum Feiern und so weiter, aber bitte in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn alles vorbei ist, dann holt man es halt nach. Fand ich wirklich daneben, dass das jetzt so durchgedrückt wurde. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja, ja, finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft haben, wie bei einigen Fußballübertragungen 3D-Imitationen von Zuschauern da rein zu projizieren. Das wäre doch eine gute Idee gewesen. Ja, richtig, genau. Wieder Chance verpasst. Ja, modernes Gefühl. Chance verpasst. Naja. Genau. Danke, Nein, Pudi. Aber deshalb. Nein, schwierig. Also, wie gesagt, zwei sehr politisch geprägte Nominierungen diesmal. Weiß ich nicht, ob das so gut immer ist. Wir wollen ja hier auch nicht über Politik groß reden oder das jetzt hier niedertrampeln. Vielleicht hat René aber ja noch jemanden, der mit Fußball was zu tun hat, ja, der dummes Zeug gelabert hat. Ich möchte einmal noch mal kurz was zu Laschet sagen. Ich bin da ja, dadurch, dass ich ja in NRW sitze, auch so ein bisschen direkt von diesem von dieser Pappnase da betroffen. Und für mich ist er definitiv kein vernünftiger Kanzlerkandidat mehr, weil er sich jetzt einfach durch diesen sehr durchsichtigen Plan sich da jetzt irgendwie
mit Aktionismus irgendwelche Wählerstimmen zu besorgen, sich sehr verpokert hat. Ich meine, vor 3 Wochen hat er noch irgendwie oder vor 4 Wochen gesagt, irgendwie Lockerungen können nicht schnell genug irgendwie kommen und macht die Schule eine Woche früher auf, was ja dann irgendwie nicht funktioniert hat und wo er sich dann da ja irgendwelche Klagen eingehandelt hat und zurückrudern musste. Und jetzt muss er quasi das Gegenteil da irgendwie vertreten und das dann auch noch mit dieser Woche Verzögerung, obwohl man das Ganze hätte vielleicht wahrscheinlich schon irgendwie viel günstiger dann da irgendwie oder viel sinnvoller machen können. Also er hat sich halt einfach verpokert und du merkst auch in seiner ganzen Rhetorik, ich habe mir diese 30 Minuten Rede vor dem Landtag da heute in Teilen angehört, wenn es zwischendrin mal ging. Also du merkst auch von seiner ganzen Rhetorik, er weiß überhaupt nicht mehr, was er will. Also der ist sowas von unfähig gerade, fürchterlich. Ich habe lange mit mir gerungen, wen ich tatsächlich nominiere. Ich war auch so ein bisschen am Schwanken zwischen Laschet und Tönnies. Ich habe aber tatsächlich jemanden genommen, der näher am Fußball dran ist, weil mir da eine Sache seit ein paar Wochen nachläuft. Und jetzt weiß ich nicht, ob Basti dann doch gleich wieder anfängt, seine Couch zu fressen. Und zwar nominiere ich jetzt hier an dieser Stelle Franz Josef Wagner. Weil dieser wunderbare Satz, was heißt wunderbar in Anführungszeichen, das war ironisch gemeint, zum Restart der Bundesliga mit, da hört der Papa auf, die Mama zu schubsen, der läuft mir seit Wochen nach, weil ich es unmöglich finde, dass jemand, der solche Sätze in einem zu Unrecht millionenfach verkauft und gelesenen, gedruckten, angeblich journalistischen Medium, dass der da immer noch irgendwie schreiben darf, nachdem der solche Sätze produziert, das will nicht in meinen Kopf rein. Und ich kann sowas nicht verstehen, ich kann sowas nicht akzeptieren, es ist fürchterlich. Dieser Satz läuft mir seit Wochen nach, weil ich es unfassbar eklig finde. Ja, ist schlimm, dass jemand 2020 immer noch solche Scheiße verzapfen kann, muss man sagen. Also Franz Josef Wagner ist, glaube ich, der Gipfel der... Nein, er ist es tatsächlich nicht. Also das ist ja das Schlimme. Also Franz Josef Wagner ist einer von vielen Dummschwurblern. Aber wenn du dann... Ich meine, wir haben vor einigen Jahren schon den Ulf Poschert nominiert, ja, zu Recht. Ja, der hat dann auch, und da gibt es ja immer noch so andere Flachpfeifen wie Don Alfonso oder so, die auch bei der Welt schreiben. Deren täglich Brot ist genauso wie von Franz Josef Wagner ist, einfach nur zu polarisieren und Aufmerksamkeit auf gewisse Themen zu lenken. Es ist elendig, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und die Nominierung ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, weil dieser Artikel, der läuft einem zu Recht auch noch nach, ja. Und das leider nicht im Positiven, das ist... Nee. Ein Wahnsinn, was so abgeht. Ich verstehe es nicht alles mehr. Das ist so krass. Überleg dir mal bitte, wie krass ist eigentlich 2020? Ich meine, ganz ehrlich, was haben wir dieses Jahr eigentlich schon für gruselige Dinge erlebt? Also ich meine, es gab Buschfeuer, es gab Hanau, musst du dir mal überlegen, ja, solche Sachen. Dann kam Corona und es kommen ja tagtäglich irgendwelche neuen Schreckensmeldungen dazu und es ist ja gerade die Hälfte erst. Und überleg dir mal, wie viel ich jetzt vergessen habe aufzuzählen. Trump irrlichtert weiter. Wir haben Demonstrationen, wir haben viel Unruhen, wir haben viel, also auch ungemütliche Sachen. Mittlerweile wird jeder zweite Promi zum absurden Verschwörungstheoretiker, was auch absurd ist. Ja? Also jetzt hat jeder Angst vor G5. Was ist 5G, G5, was egal, aber was ist los mit euch? Ja, was, also ihr könnt doch nicht, es reißt doch durch die Nase, wenn ihr echt Angst davor habt. Meine Güte, ja. Und dann werden lustige Bildchen per WhatsApp geteilt, dass man doch bitte entfreunden soll, wenn man die scheiß Tracing-App, die Coronavirus-Tracing-App hat. Ja, genau. Und du nutzt WhatsApp und schickst mir dann so ein Bild und hast dann Angst vor dieser Tracing-App. Alles richtig gemacht. Danke, sehr Deutschland. Schön, ja. Wenn irgendjemand sich irgendwann mal Gedanken macht, warum irgendwann Deutschland vielleicht intellektuell ins Hintertreffen gerät, dann genau wegen solchen irrlichternden Gestalten, weil Leute per WhatsApp irgendwelche scheiß Bildchen teilen, aber Angst haben, sich eine einigermaßen notwendige App zu teilen. Also ihr, also es ist wirklich, also Schluss mit lustig, ey. Also das sind die gleichen Menschen, die auf WhatsApp irgendwelche Bilder teilen, um AGBs zu widersprechen, oder? Ja, genau. Frist morgen. Oh. Aber nicht so teilen, bitte kopieren, alles klar. Oh, es ist einfach nur so frustrierend.
Eieieiei. Das ist 2020 und ich habe Angst. Ich habe Angst mit jedem neuen Tag, dass ich nicht weiß, was kommt denn heute? Weißt du, jetzt Seehofer, der Eskalateur, hat jetzt Probleme mit Journalistinnen und Journalisten. Alter, das gehört halt dazu. Mir der Text muss mir nicht gefallen, der kann scheiße sein. Aber das gehört halt dazu. Wisst ihr, wie viel tägliche rechte Scheiße wir in der Welt ertragen müssen? Auch okay. Das ist dann Debattenkultur, kann man nennen, wie man will, aber dann verklage ich die Leute doch nicht. Seehofer, was ist mit dir denn los? Kümmere mich dich mal um die ganzen Leute, über die ganzen Netzwerke, die immer noch kursieren, warum solche Sachen wie Hanau überhaupt möglich geworden sind und so weiter und so fort. Der NSU immer noch vollständig aufgeklärt. Nein, ich glaube nicht. Mach mal deine scheiß Arbeit, verdammte Kacke. Was ist denn los mit dir? Also ohne Scheiß, das ist auch 2020. Also richtige Opferlämmer in der Politik, die wirklich was zu sagen haben. Und was ist überhaupt mit diesen Fleischereien? Was ist überhaupt mit diesen Tönnies? Mach doch mal deinen scheiß Job. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, nicht die ganze Zeit irgendwelches Billig-Scheiß-Fleisch zu essen, damit irgendwelche halbseidenen Gestalten Geld in so einen maroden Club wie Schalke 04 stecken können. Und das wird trotzdem nichts. Was ist denn los? Vielleicht sollten wir mal mehr Scheiß Beyond Meat fressen. Ist gar nicht so schlecht. Schmeckt ganz gut. Ist kein Tier mitgetötet worden. Und ein Scheiß. Und wenn du ein bisschen Paprika drauf machst und ihr esst doch eh die scheiß Billig-Ketchup-Kacke mit Zucker, dann schmeckt man es doch eh nicht. Also, hört auf. Sorry. Gut. Danke, Marvin, dass du das stellvertretend für uns alle hier übernommen hast. Ja, vielen Dank. Weil es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, und das hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir auch selber hier mal gesagt haben, wir wollen diese Kategorien nur noch irgendwie in unregelmäßigen Abständen bemühen, weil wir gemerkt haben, ganz ehrlich, man beschäftigt sich viel intensiver damit, weil man ja auch Leute raussucht, die Leute nominieren. Das heißt, du kriegst auch viel mehr dadurch mit. Und es ist ja so schon viel. Also es sind so viele Sachen, wo du jeden Tag denkst, das kann nicht wahr sein. Donald Trump macht jeden Tag irgendwelche Sachen. Es gibt Leute, die mit einem Flugzeug über Burnley fliegen, wo White Lives Matter draufsteht und so. Das ist ja alles nicht mehr zu ertragen. Also du hast mittlerweile eine Gruselig. Das ist einfach so eine, ja, wie soll man sagen, eine Häufigkeit dieser Dinge, dass du selber merkst, du stumpfst ab, aber eigentlich stumpfst du gar nicht ab, sondern du redest es dir ein. Weil wenn du dich dann irgendwie mal 5 Minuten damit beschäftigst, rastest du wieder aus. Ja. Das sind ja Sachen, die hältst du kaum aus. Und wenn René über so einen Wagenartikel redet, dann ist es genau das. Das macht dich wütend. Und dann überlegst du dir, ja, in der Gesamtschau ist das trotzdem nur ein mini kleiner Teil von dem ganzen Kram, der so abläuft. Und du hast das Gefühl, das entwickelt sich auch alles in eine falsche Richtung. Wenn ich jetzt bei Corona sage, ich weiß nicht genau, wie ich das in 1,5 Jahren, wie ich das überstehen soll, aber das werde ich ja überstehen. Dann ist in 1,5 Jahren zumindest virologisch gesehen wieder alles gut und ich darf wieder alles machen, was ich will, in Anführungszeichen. Diese ganzen anderen Dinge, die parallel laufen, Rassismus, rechte Politik, die immer in immer mehr Parlamente kommt und so ein Kram. Das ist was sich in eine falsche Richtung bewegt. Ich habe das Gefühl, die Menschheit ist safe nicht bereit, irgendwie Dinge zu ergreifen, die den Klimawandel abschwächen. Gar nicht. Also im Gegenteil. Die Menschheit ist nicht immer zu den einfachsten Dingen bereit. Wie sollen die das schaffen? Wie soll die Menschheit das schaffen? Hubraum for Fridays. Fridays for Hubraum. Ja. Also das gibt's doch nicht. Antwort auf den Klimawandel. Das gibt's ja nicht. Aber das ist doch genau das. Du musst dich dann immer tatsächlich erstmal in eine andere Richtung bewegen, anstatt dass du denkst, okay, sind wir alle auf derselben Dings, dann lass uns nach vorne laufen. Nee, andere rennen dann extra zurück, Alter. Wo du das Gefühl hast, Leute, wollt ihr mich verarschen? Aber gut, keine Ahnung. Ja. Es ist aber so. Also insofern, ich glaube, man muss es muss manchmal raus, ja, und wir versuchen das ja schon auch zu deckeln, aber es ist halt einfach, ich muss sagen, ich ziehe mich mittlerweile, auch wenn man es jetzt gerade nicht gemerkt hat, schon teilweise so seit 2-3 Tagen ziehe ich mich so ein bisschen mehr in gewisse Bubbles zurück, auch ein bisschen aus Selbstschutz, ja, auf jeden Fall, und auch da habe ich gerade viel zu tun. Wer meinen Twitter-Feed verfolgt, der weiß, dass im Wrestling gerade ein paar Dinge extrem schief laufen. Das ist jetzt nichts Neues, aber die Dynamik ist schon enorm. Aber da sind halt Dinge, die kann ich persönlich angreifen. Da kann ich tatsächlich auch was tun. Und da überlege ich mir gerade auch noch mehr zu tun, um das Gefühl zu haben, dass ich zwar frustriert bin, gleichzeitig aber einen direkten Einfluss üben kann, damit Dinge wieder besser werden. Weil ich kann nicht beeinflussen, dass Trump ein ziemlicher Wichser ist. Ich kann nicht beeinflussen, dass Seehofer irrlicht hat. Das kann ich nur beeinflussen, wenn es die nächsten Wahlen gibt. Bis dahin bin ich irgendwo ein bisschen hilflos. Aber wir müssen auch unseren Fokus wieder darauf richten, auf Dinge, die wir beeinflussen können. Und dann ist es tatsächlich so ein Rückzug auf Bubbles, wo man denkt, man kann ein bisschen was tun. Und das ist halt für mich gerade das Mittel der Wahl. Ob das so sinnvoll ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es geht halt Menschen mit den Leuten. Ne?
So gutes, ist es. Das ist ein schöner Sendungstitel, finde ich. Ja. Sehr gut, ja. Dann schreiben wir den mal auf. Ich hoffe, du bist noch wach. Ich bin noch wach, ja. Ich versuche mich auch so aus Selbstschutz ein bisschen zurückzuhalten. Es ist halt einfach sehr, sehr viel los, was nicht gut ist. Und ja, wir haben es ja gerade gehabt. Deswegen. Ja, genau. Na gut, ich glaube, da haben wir was für jeden. Da ist auf jeden Fall was dabei. Jetzt sind wir dann natürlich gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, wer davon dann jetzt euer ultimativer Favorit ist. Ich würde sagen, wir lassen mal die Nominierung von Arne mit Oliver Bierhoff außen vor und stellen euch unsere Saison-Dummschwätzer zur Wahl. Und dann sind wir mal gespannt, wer da für euch den ultimativen Sieg in die Saison rausziehen kann. Ihr wisst ja, wie das geht. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Folge, da ist die Abstimmung und dann schauen wir mal bis nächste Woche, wer da das Rennen gemacht hat. Ja, jetzt haben wir gerade eben schon über Fleischalternativen und Fridays for Hubraum gesprochen. Jetzt kommt die Weltpremiere. Dennis, hast du einen Umwelttipp vorbereitet? Ja, ich habe einen Umwelttipp vorbereitet. Hausaufgabe erfüllt. Ich muss auch dazu sagen, ich freue mich schon drauf, endlich den entsprechenden Jingle oder die entsprechenden Jingle zu hören. Die andere Sache dabei ist, wir müssen uns darüber einig sein, wie viel Zeit dieser Kategorie zugeordnet wird. Weil entweder wir hetzen etwas darüber oder wir gehen tatsächlich ein bisschen mehr ins Detail. Was hast denn du geplant? Hast du jetzt einen Atomausstieg geplant mit Endlagerlösung oder was? Marvin, bitte nicht zu viel verraten. Nein, Quatsch. Nein, das ist tatsächlich die Kategorie, die Überkategorie dazu ist, was hier auch schon öfter mal in den Sendungen auch von mir und sicherlich auch von euch benutzt oder eingestanden wurde, Plastik und Plastikvermeidung. Was kann man tun? Was ist tatsächlich bei Plastik auch für ein Problem? Welche Stoffe sind eher okay? Denn wir sind uns alle einig, wir können im Alltag nicht 100% auf Plastik verzichten. Aber da geht es einfach drum, soll ich nur was ganz besonders Schlimmes daraus erklären oder lieber mal, weil das heißt ja Umwelttipps und nicht nur ein Umwelttipp in dem Sinne, gibt nämlich ein paar Sachen, die vielleicht für den einen oder anderen, der im Umgang mit Plastik noch nicht wusste, was für ein Wahnsinn das eigentlich ist und was man alles falsch machen kann und was vielleicht ein bisschen richtiger. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, was wir machen wollen. Ich würde sagen, da wir ja auch zwei Jingles vom lieben Rufen geschickt bekommen haben und wir sie natürlich auch beide hören wollen, würde ich sagen, du machst heute, weil es die 400. Folge bei uns ist, das, was so am krassesten ist. Und nächste Woche machen wir den Rest und dann können wir diese Woche einen Jingle hören und nächste Woche, dann können wir uns im Nachhinein auch entscheiden, welcher von diesen beiden Jingles diese Kategorie mehr verdient hat. Okay, gut, gerne, machen wir so. Dann lassen wir jetzt erstmal den Jingle laufen und ich fange mit dem aktuellsten an, den er uns geschickt hat. Ich kenne da diesen Typen aus Frankfurt am Main. Sie nennen ihn den Duke, die SGE ist sein Verein. Er hat einen Megatipp, wie ihr die Umwelt schont. Hört nun zu und ihr werdet belohnt. Ey, dann schnallt euch jetzt an, denn der Dennis ist da. Jetzt folgen Umwelttipps, Hip-Hop, hurra. Sehr stark, okay, sehr cool. Geil. So, was soll da noch kommen, ehrlich gesagt? Also. Ja, ich denke, dann schieben wir es doch auf nächste Woche. Nein, Quatsch. Okay, sehr gut. Ja, Leute, also wie schon angekündigt, Problem, wir hatten auch schon in vorherigen Folgen und in vorherigen Tipps darüber gesprochen, was eigentlich alles so in die Mülltonne, in welche Tonne soll, etc., etc. Stichwort Medikamente oder auch das typische, ich habe den Joghurt noch nicht komplett ausgelöffelt, macht es denn Sinn, den tatsächlich sauber zu machen und den Deckel richtig davon abzumachen? Es geht immer darum, will man denn das, was recycelt wird, oder ist es einem eigentlich egal, man will es einfach loswerden und es wird halt entsorgt. Problem ist, als recycelt gilt tatsächlich alles, was in der gelben Tonne landet,
aber nicht, was wirklich recycelt wird. Das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht viel, den vielleicht viele nicht wissen, denn wenn du, kannst ja alles Mögliche in die gelbe Tonne werfen, es wird dann einfach aussortiert, wenn es eben nicht nutzbar und nicht verwertbar ist. Ja, ein paar Beispiele, wie gesagt, das typische Beispiel ist, ihr habt an eurem Joghurtbecher oben so einen kleinen Alu-Deckel und ihr reißt den nicht richtig ab, habt nur eine kleine Ecke nicht richtig abgerissen, ist es schon nicht mehr recycelbar, weil einfach es Mischstoffe sind, die die Anlage nicht verarbeiten kann. Geht dann meistens als Reststoff einfach in eine Verbrennung, ist immer nervig. Heute, wie gesagt, weil den Tipp kanntet ihr schon, bitte die Sachen gut abreißen, trennen, schaut, dass ihr auf jeden Fall vielleicht sogar nochmal kurz unter den Wasserhahn haltet, obwohl das ja auch immer das Problem ist, bitte kein Wasser verschwenden, es macht dann vielleicht wieder die andere Seite schlecht, aber guckt einfach, dass er es einigermaßen sauber versucht, in die Tonne zu werfen. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Tipp, was mich geschockt hat, was ich tatsächlich vorher nicht wusste, ist, dass wenn ihr, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das trifft auf ganz viele Produkte zu, ein Produkt habt, das in einer schwarzen oder einer, sehr dunklen, sehr, sehr dunklen Verpackung ist, kann es tatsächlich, wenn das schwarzer Kunststoff ist, nicht recycelt werden. Die Anlagen, beziehungsweise 99% der Anlagen, die so am Markt sind, benutzen das System, scannen das über eben Optik und die können das nicht erkennen. Es gibt keine gescheite Rückmeldung. Das heißt, die erkennen immer, okay, ist ein komischer Stoff, ich kann es nicht zuordnen, ich weiß nicht, was es ist, werfe ich aus. Es ist immer ein Reststoff, es kann niemals recycelt werden. Heißt an der Stelle, wenn ihr in den Supermarkt geht und seht, oh, und da gibt es ein tolles Shampoo, das ist in einer schwarzen Verpackung, wisst ihr am Ende leider auch, es kann auf jeden Fall zu 99% nicht recycelt werden. Ist total ärgerlich, denn es gibt super viele Alternativen. Wenn ihr schon nicht drauf verzichten könnt und sagt, ich will aber das Shampoo und will nicht irgendwie in unverpackt laden und will es mir da abfüllen oder ich will auch kein Handseifen-Shampoo nehmen oder sowas, was natürlich hier ideal wäre, dann bitte schaut doch zumindest, dass ihr ein Shampoo oder Stoffe nimmt, die in klaren Verpackungen sind, die in hellen Verpackungen sind, weil das kann wunderbar das Licht reflektieren, dadurch kann es wunderbar sortiert werden, die Stoffe können identifiziert werden und wird es auch im Idealfall, und das ist ein wichtiger Punkt auch, ja, habt ihr im Endeffekt am Ende eine runde Kette, es kann wiederverwertet werden und vielleicht habt ihr beim nächsten Mal das Shampoo, sehr unwahrscheinlich, aber zumindest in den Kreislauf zurückgebracht und irgendjemand hat dann wieder eine Shampoo-Verpackung aus eurer Verpackung, die ihr recycelt habt. Es wurde kein neuer Rohstoff verwendet. Heißt, bitte alle anderen farbigen Kunststoffarten nutzen, außer schwarz und extrem dunkle Farben, denn die sind tatsächlich problematisch in der Gesamtverwertung. Heißt, wenn ihr ein bisschen ein besseres grünes Gewissen haben wollt, wenn ihr schon nicht auf Plastik verzichtet, dann lasst zumindest schwarz im Regal stehen und guckt, dass ihr bei Shampoos oder Kosmetika, als überall, ein totaler Wahnsinn. Mittlerweile habe ich es auch oft gesehen, wenn ihr Fleisch oder Gemüse im Supermarkt kauft, das sind oft schwarze Schalen, weil es sich schöner abhebt. Ne? Das ist so richtiger Irrsinn, weil einfach nur es komplett problematisch ist, dunkelblaue Verpackung, selbe Problem. Also ich könnte mich hier jetzt total aufregen, weil es so sinnlos ist, weil es einfach nur für die Optik ist, sind Marketingpunkte, die da eine Rolle spielen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ob das schwarz oder durchsichtig, glänzend oder matt ist. Im Endeffekt geht es darum, es gibt viele Punkte und dazu kommen wir dann, deshalb höre ich hier jetzt an der Stelle auch erstmal auf mit dem Umwelttipp. Der Umwelttipp heißt heute tatsächlich, schaut, dass ihr Verpackungen nehmt, die eben im Idealfall nicht schwarz oder nicht tief dunkelblau sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen Tipp, welche Arten von Verpackungen denn sinnvoll sind. Denn leider auch bei den glänzenden und durchsichtigen und klaren Schalen, die aus Plastik sind, gibt es gute und böse, nenne ich es jetzt mal so. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, wo bei uns im Haushalt irgendwie schwarzes Plastik sein könnte. Und ich war die ganze Zeit immer irgendwie bei Küchen-Lebensmittelgeschichten. Diese Shampoo-Geschichte hat mich jetzt gerade richtig geschockt, weil ich mal so durchgegangen bin. So jedes Shampoo irgendwie ist, also zu 80-90% ist immer in dunkler Plastikverpackung. Oder zumindest irgendwie dunkelblau. Du hast kaum irgendwas, was halt irgendwie hell ist. So, ich Klassiker Männer-Shampoo, Alpecin.
Ist so ein typischer Klassiker für die, die es hier verwenden. Ich gehe nur zur Lush und da kaufe ich nämlich, da gibt es gar nichts mehr. Kann man was in Plastik kaufen, aber ich lass mir das immer in die Hand geben, siehst du mal. Aber der Messias, der Messias der Umwelttipps, ja, Duke, der Duke auf Umweltschutz, ja, hat gesprochen tatsächlich. Ich bin sehr froh, dass du uns erleuchtet hast ein wenig. Patricia, bestimmt auch was für dich dabei, oder? Das tatsächlich wusste ich nicht, aber immerhin sind meine Shampoos weniger problematisch, weil die sind alle hell. Also, das sind die Männerprodukte, die dunkel sein. Ja, ich glaube tatsächlich auch. So. Ja. Also, einfach mal bei. Kleiner Funfact: Plastik-PET-Flasche braucht 450 Jahre, um abgebaut zu werden, nur mal für den Hintergrund. Also, wenn es tatsächlich irgendwo in die Umwelt dann noch fliegt, ist es noch schlechter, dann tatsächlich lieber professionell verbrannt. Aber ja. Kommen wir also beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal zu Anne. Wenn Schalke dann die neue Meisterschaft feiert, dann ist es verbraucht. Ja, okay, alles klar. Dann ist auch der Plastikmüll von heute verwertet. Zweieinhalb Jahre vorher ist die Plastikflasche abgebaut. Na gut, dann haben wir es doch heute. Hervorragend. Gut, Jungs. Dann sehr gut. Und die Dame natürlich, nicht nur Jungs, sondern und auch die Dame. Und Dame natürlich, Entschuldigung. Ja, Patricia. Kein Problem. Natürlich korrekt bleiben. Ja, macht der Gewohnheit. Das war die 400. Folge des Eintracht Frankfurt Podcast. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern, allen Supporterinnen und Supportern für das Zuhören, für das Feedback, für die regelmäßige Unterstützung. Während wir hier aufgenommen haben, waren auch wieder reichlich Glückwünsche zur 400. Folge auf Twitter. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, uns diese Folge jede Woche aufzunehmen, auch weil ihr da draußen mit dabei seid, mit uns leidet, mit uns feiert. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Auf die nächsten mindestens 100, würde ich jetzt mal sagen, oder? Die 500 ist so das nächste Ziel. Auf jeden Fall. Die 500, das ist ja halbe 1000, das wird richtig Eskalation. Das wird richtig Eskalation, da mieten wir schon mal das Waldstadion an, dass wir das mal auf größere Bühne hoffentlich dann mit Zuschauern entsprechend feiern können. Das wäre so das nächste große Ziel. Ja, für diese Woche würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Nächste Woche reden wir dann über das letzte Bundesligaspiel, vielleicht auch noch so ein bisschen über Fernsehgelder. Es gibt einen weiteren Umwelttipp von Dennis und ja, freut euch auf die nächste Woche und bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Erstmal mal das Zeug hier wegschmeißen.